liebe Leute, Freundinnen und KunstwerkfälscherInnen, wir sind die Kopfkracher, Gescher und Fredanko, und das ist unser Podcast. Folge 7. Uiuiuiui, das ist eine Jubiläumsfolge jetzt fast, ne? Warum eigentlich die siebte? Die siebte ist immer eine Jubiläumsfolge. Weißt du doch, 7 Zwerge, 7 Tage, 7 Krankheiten, 7 Plagen, 7 Kopfkracher. Die 7 apokalyptischen Reiter. Genau, die 7 Musketiere. Oh ja, die 7 hier Jünger. Ja, Rambo 7. Ja, alles klar. Und die 7 Beatles. Also ich würde es jetzt eher so Retrospektive nennen. Genau, Folge 7 Retrospektiven. Mensch, du Reimgenie. Kein Problem. Alles klar. Kein Problem. Also wir gucken auf jeden Fall selbstkritisch und reflektiert zurück auf 6 weitere Folgen unseres eigenen Podcasts. Hat ein bisschen was auch von Masturbation Therapie zu tun. Masturbation? Von mir aus auch mit Therapie. Okay. Ich finde es gut, wenn wir 2 Wörter haben und dann wir uns auf meins einigen, finde ich das viel besser. Gefällt mir. Ach so, alles klar. Gut. Ich habe meins trotzdem gesagt. Schön. Ja. Ich bin auch zufrieden. Das hat mich auch ein bisschen gestört, aber ist okay. Ja. So. Gut. 7 Folgen. Womit möchtest du denn anfangen? Ich möchte den Anfang machen. Ich möchte mich bedanken bei dir. Ich dachte mir, man muss auch mal selbstkritisch sein und sagen, guck mal an, ich erinnere mich an diesen schönen Tag. Wir waren hier am Rhein, haben den Tag genossen und da hast du mich gefragt, da kam die Nachricht von dir, hey, hast du Lust mit mir einen Podcast zu machen? Und ich dachte, warum nicht? Ja. Warum nicht? Schön. Ich suche ja immer, wenn du einen Vorschlag hast, immer erstmal nach Gegenargumenten. Und es ja. Geht mir bei dir auch so. Seitdem mir Pfeile im Bein steckten, suche ich nach Gegenargumenten. Und es kam nichts. Und selbst an dem Pfeil im Bein hast du wahrscheinlich gedacht, warum nicht? Warum nicht? Jetzt kommt es langsam. Ich weiß jetzt warum. Schnell Salat essen. Ich finde es auch sehr, sehr schön, wie du hier mit mir zusammengearbeitet hast. Das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich auch oft. Also, dass wir hier miteinander auch ins Gespräch gekommen sind, dass wir uns gegenseitig ausreden lassen, dass wir auch versuchen, dass wir den anderen auch zu Wort kommen lassen und nicht in so einem Redeschwall. Wir lassen uns ausreden. Ja. Danke, ich nehme das Danke an. Ich nehme das. Ich danke auch der Academy. Und Frieden in der Welt. Nein. Was? Ausreden. Ja, ich bedanke mich auch vor allem an hier bei den Leuten, die uns zuhören. Oh, bitte. Jetzt hol die Münzen. Hol sie. Also ich habe die ganzen Münzen jetzt hier aufgesammelt. Sehr gut. Insgesamt 1 Euro. Ja, knapp 2 Euro. Ja. Wir müssen jetzt nur bei Patreon sein und dann könnten wir uns das direkt spenden. Wobei man dann sagen müsste, diese 2 Euro wären nicht unsere, sondern da müssten dann nochmal 15% oder sowas. So, ich weiß gar nicht, ob die da 15% oder nur den 10 nehmen, wie damals im Feudalismus. Ich würde den 10. Ja, sehr gut. Wahrscheinlich nehmen sie den 10. Gut. Also du bedankst dich. Ich bedanke mich auch, um das abzuschließen, bei allen, die uns zuhören, bei allen Kommentaren, die wir lesen und uns darüber freuen dürfen. Dann ist das ja ganz ein bisschen... Auch die privaten Rückmeldungen. Auch die privaten Kommentare, genau, die nicht öffentlich sind und bei denen wir wissen, ihr seid bei uns. Und dann ist das Ganze ein bisschen interaktiver. Das freut mich ja sehr. Dazu lädt das ja auch alles ein hier. So, ihr dürft uns weiterhin Fragen stellen, ihr dürft weiterhin kommentieren. Wir gehen darauf ein. Es sei denn, es ist was Gemeines über mich. Das finde ich dann nicht so schön. Aber bei Gescher, haut einfach raus. Bringt den Elfenbeinturm ins Wanken. Ich habe auch noch eine Bitte an unsere ZuhörerInnen. Also zuerst unsere Danksagung, jetzt kommt die Bittsagung. Jetzt kommt die Bittsagung. Und zwar... Bittstellung. Haben wir ein grundsätzliches technisches Problem. Wir beide? Ja, ist richtig. So ein funktionales technisches Problem. Wir finden nämlich ausschließlich bei YouTube statt. Ah. Und YouTube ist nun nicht der Kanal für Podcasts. Also klar, kann man machen als ferner Liefen, aber eigentlich nicht der Kanal. Theoretisch sollte sowas wie unser Podcast bei Podcatchern oder bei Spotify oder bei Apple Music oder so, keine Ahnung, ihr kennt die. Da sollten wir zu finden sein und dann sollte man uns auch easy runterladen können und dann auch, während man draußen unterwegs ist, uns hören können. So, das Problem dabei ist, dazu bedarf es eines sogenannten RSS-Feeds. Dieser RSS-Feed, der füttert nämlich diese ganzen Programme und diese ganzen Anbieter, diese Service-Anbieter. Mhm.
Und ich kriege es nicht hin. Ich habe Anleitungen durchgelesen, ich habe mich mehrere Stunden damit beschäftigt und ich kriege es nicht hin, da was zum Laufen zu bekommen, was irgendwie von Google Podcasts gelistet wird oder von Spotify oder von Apple Music oder sowas. Das ist ja verrückt. Also, falls ihr irgendwie Ahnung habt, wie man Podcasts listen kann oder wieso grundsätzlich so ein RSS-Feed funktioniert, dann meldet euch bitte bei Fredanko oder wenn dann was bei rumkommen soll, auch gerne bei mir. Ich hatte gerade kurz nicht zugehört und war pinkeln. Hast du was gesagt? Nichts, was du hören solltest. Gut, sehr schön. Ja, das ist gut. Oder wir fragen Fefe und Fefe macht das für uns. Unser Freund das, Fefe. Das wäre nett. Unser Freund Fefe, aber fragen wir doch Fefe einfach. Fragen wir Fefe einfach. Aber der hat so viel zu tun, deswegen fragen wir ihn lieber nicht. Ich weiß nicht. Ich dachte, RSS-Feeds wären auch so ein bisschen basic. Also die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Aber wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Na gut, okay, also das war die Danke, das war die Bitsage. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt ins Thema. Mhm. Und das Thema heißt ja, wir rekapitulieren. Ist dir was in der ersten Folge, Rambo und wir, hast du da noch was nicht geklärt ist? Hast du da was, wo du sagst, da würde ich aber gerne noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen? Soll ich dir was über den Film Rambo erzählen? Ja, bitte. Frage ich so. Bitte, bitte. Also bitte, Rambo. Habe mich jetzt seit unserer Folge nicht mehr mit Rambo beschäftigt. Ich bin auf jeden Fall offen für neue Rambo-Erkenntnisse. Gut, dann kann ich sagen, dass Sylvester Stallone gesagt hat, es heißt zwar Last Blood, aber das heißt nicht, dass es der letzte Rambo-Teil gewesen sein muss. Er könnte sich vorstellen, noch jetzt weiterzumachen mit First Brain. Nein, oder Last Blood oder so. Last Blood jetzt erst recht. Oh mein Gott. Dark Blood. Chaos Dark Blood. The Lastest Blood. Und zwar wurde er dazu gefragt, wie gesagt, in einem Interview und hat dann gesagt, er könnte sich vorstellen, dass jetzt Rambo als letzte Zufluchtsstelle in ein Indianerreservoir flüchtet. Und da könnte der letzte Teil spielen. Oder er gibt das vielleicht an seinen Sohn, aber er hat keinen, aber einen Ziehsohn. Er hatte ja auch im fünften so eine Ziehtochter. Also es gibt Möglichkeiten und ich dachte mir, ach, Sylvester. Du kannst es einfach nicht, kannst nicht ablassen. Ja. Oder Sly, ich nenne ihn ja auch Sly. Sly. Lass es. Lass. Aber wer hört schon auf mich? Ja, niemand. Und deswegen wird es vielleicht Teil 6 geben, wir wissen es nicht. Mhm. Last Blood heißt aber eben nicht Last Blood. So. Ich habe übrigens auch noch eine Geschichte zu, auch noch eine Frage an dich jetzt. Ja. Zu dem Thema der ersten Folge. Und zwar war da ja unter anderem auch das Thema, dass man Bier benutzt, um Muskeln aufzubauen. Hast du das mal ausprobiert? Ich habe das in einer Versuchsreihe ausprobiert. Mhm. Ich habe mit Malz Bier angefangen. Und, oh, ich auch. Ich auch. Ich bin da auch nicht weitergekommen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und bisher, also ich habe durchaus Masse angesetzt, aber die ist bisher nicht definiert. Also du bist noch in der Massephase. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Mal Real Talk. Du machst ja jetzt so eine Burpees und so eine Klimmzug-Challenge, ne? Richtig, genau. Und du führst ja Protokoll. Ich führe Protokoll, genau, weil wir das ja immer dann in die Gruppe stellen sozusagen und Was für eine Gruppe? In die Selbsthilfe-Klimmzug-Burpees-Gruppe. In die Selbsthilfe-Klimmzug-Burpees-Gruppe. Wir haben so eine Gruppe, auf der wir alle Zugriff haben und da stellen wir dann immer die aktuellen Zahlen. Ich weiß nicht, ob das alle Leute kennen. Was ist ein Burpee? Ein Burpee ist ein, also man muss es mit einem Ö schreiben, das ist ganz wichtig. Man kann es auch mit zwei Ö schreiben, dann ist halt ein Burpee. und das ist eine Trainingseinheit. Ich glaube, sie wurde entwickelt in Anführungszeichen vom US-Militär damals in den 50er Jahren, indem sie Fitnesstests gemacht haben, um zu gucken, wie fit ihre Rekruten sind und wie viele Burpees sie in einem bestimmten Zeitmaß schaffen. Mhm. Und ein Burpee ist, dass man einen Liegestütz macht, dann mit den Füßen zurückspringt, einen Strecksprung nach oben macht und die Hände dabei auch nach oben nimmt und wieder steht. Ach, was? Quasi ein Sprung. Und ein Liegestütz, genau. Das ist ein Burpee. In der Kombination. Nicht fünfmal Liegestütz machen und dann fünfmal hüpfen, sondern das gehört zusammen. Und wie viele schaffst du da jetzt? Ja, also mein allerhöchstes, was ich geschafft habe, sind 200 hintereinander. Also immer mit hintereinander. Ja, aber mit kleinen Pausen.
Und wie lange sind diese Pausen dann so? Wie viele Folgen MacGyver? Ja, oder A-Team. Gerade ist A-Team. Wenn nichts mehr geht, dann ist A-Team, weil die halt im Team arbeiten. Mhm. Das ist eine gute Erkenntnis. Ich mache das so, ich habe einen Intervalltimer auf 10 Sekunden gestellt. Mhm. Und also alle 10 Sekunden mache ich einen Burpee. Für den brauche ich 4 bis 5 Sekunden und dann habe ich noch 5 Sekunden Entspannungszeit quasi. Und dabei läuft dann MacGyver oder A-Team. Alle 10 Sekunden, das klingt alles sehr, sehr anstrengend. Ja, aber es ist tatsächlich auch recht entspannt. Also für diese 100 Burpees brauche ich dann 16 Minuten. Mhm. So, für 200 wären es dann, ne, 2x16. Ja. Und man hat viel Ruhezeit dabei. Also das ist in Ordnung. Und diese alten Serien, also gerade A-Team und MacGyver, die haben ja auch ihre Längen. Mhm. Und da muss man nicht überall hingucken. Bevor wir jetzt zu MacGyver kommen, würde ich dich auch noch mal ganz kurz fragen, einfach nur des Witzes wegen, wie pünktlich sind denn die Klimmzüge im Vergleich zu den anderen Zügen der Deutschen Bahn? Oh, ich dachte gerade, habe ich dich richtig verstanden? Ja, die Klimmzüge sind sehr pünktlich von der Deutschen Bahn. Ist ja ein neues Angebot. Es tut mir einfach leid. Es gibt auch Schlafwagen-Klimmzüge. Oh. Darf ich auch noch einen Witz machen zu Klimmzüge, Entschuldigung? Ja, bitte. Man darf nicht zu viele machen, sonst kann man Klimmzug bekommen. Geht der? Der geht gerade so. Ich wollte jetzt gerade noch von Gustav Klimmzug reden. Statt von Ernst Bloch. Nein, Gustav Klimmzug. Als Kinder haben wir eben Brokkoli bekommen, ne? Das haben wir oft. Ja auch in der Folge gesagt. Viel zu oft. Wir haben relativ häufig Brokkoli bekommen, genau. Wir sind fast Brokkoli-abhängig geworden. Und die Spätschäden sieht man jetzt. Also von daher möchte ich sagen, ja, das ist richtig, Marihuana ist kein Brokkoli. Ich weiß aber nicht, was davon harmloser ist. Das stimmt. Ich finde es gut, dass du es auch nochmal so aufgezählt hast. Sehr schön. Ja, MacGyver. Ich wollte dir was zu den Serien sagen. Und zwar ist es so, dass, also gerade in den alten MacGyver-Folgen, vielleicht ändert sich es noch, das weiß ich ja nicht. Ich habe ja nochmal angefangen, wirklich von vorne zu gucken. A-Team, MacGyver, Staffel 1, Folge 1, los geht's. Bin jetzt bei beiden mittlerweile in Staffel 2,5, würde ich sagen. Uiuiui. Und die haben ja 20, 22 Folgen, so eine Staffel. Also da haben sie ja richtig was vollgepackt. Und gerade bei MacGyver ist, wenn eine Explosion ist, dann wird die oftmals noch in Zeitlupe gedreht. Also man sieht ihn auch, wie er in Zeitlupe so wegspringt vor der Explosion. Mhm. Und es ist so, okay, er nähert sich der Tür und ich weiß, wenn er die Tür aufmacht, explodiert irgendwas. So, er nähert sich, mein Intervalltimer piept, ich mache einen Burpee, guck wieder hoch, oh, er nähert sich noch, Intervalltimer macht einen Piep, ich mache den Burpee, komm hoch, es explodiert. Mhm. Ich mache wieder einen Burpee, guck hoch und die Explosion ist immer noch. Mhm. Also da hat man wirklich in so 30 Sekunden nichts verpasst, wenn man nur die Hälfte der Zeit auf dem Bildschirm guckt. Mhm. Das ist wirklich bei diesen alten Serien super. Ich habe es einmal versucht, mit einem Spielfilm, mit einem aktuellen Spielfilm Sport zu machen nebenbei. Mhm. Ich gucke auf das Bild, ein Mann unterhält sich mit einer Frau. Ich gucke wieder aufs Bild, plötzlich ist Weihnachten und eine Armee schießt gegeneinander und ich frage mich, wer sind die, warum schießen die, was ist das gerade? Ja. So, also das, da geht's nicht, aber so alte Serien super. Knight Rider allerdings ist mir, glaube ich, das kann ich nicht alleine gucken, glaube ich. Ja, der ist anstrengend, ne? Ja. Bei MacGyver, also ich bin jetzt bei Folge 5, 6 oder sowas, also ich habe mir auf jeden Fall die ersten paar Folgen nochmal angeguckt. Du bist mein Held. Und es ist sehr, sehr eigen erzählt. Und ich habe da ein paar Fragen an dich. Du bist ja der Profi, bitte. Ja schon bei Staffel 2,5 und so weiter. Ja, also erzählt ja oft aus der Ich-Perspektive, ne? Mhm. Genau. Also aber so eine Erzählerstimme ist drüber gelegt, ja. Das, was da gleich zu Beginn mir ins Auge fällt, ins Ohr und in alle anderen Sinne, sind diese Vorgeschichten. Die ergeben für mich überhaupt keinen Sinn. Wird das dann in der letzten Folge nochmal aufgegriffen oder wie ist das? Du meinst, bevor eine MacGyver-Folge anfängt, ist er schon mittendrin in einem anderen Plot und muss den lösen und dann beginnt erst die Folge? Ja, also eine MacGyver-Folge ist so aufgebaut, zumindest diese ersten MacGyver-Folgen offensichtlich, dass die ersten 5 Minuten oder sowas, die erzählen eine Geschichte. Und man ist dann so voll drin und denkt sich, aha, er ist jetzt hier irgendwo gerade in... Aber er ist schon mittendrin, da ist kein Vorgeplänkel. Er ist in der Mongolei oder so und guckt da, dass er da irgendeinen Computer findet oder er ist jetzt hier auf dem Schrottplatz und da sind irgendwelche Leute, die ihn bedrohen, warum auch immer und er muss irgendeinen Koffer von A nach B bringen. So, und das sind so ganz kleine Sachen und da passieren sehr, sehr viele, also wird man direkt in Medias Res reingeworfen und dann kommt der Vorspann und dann
beginnt ein komplett neuer Plot. Und dieser Plot aus den ersten Minuten wird die gesamte Folge lang nicht mehr aufgegriffen. Was ist das? Das ist eine gute Frage. Das gibt's nur in der ersten Staffel. Und das sind tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, Konzept. Also für mich als Laien hätte ich gesagt, na, hattet ihr nicht genug Stoff für eine richtige Folge und musstet dann davor noch irgendwas schneiden. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind das von anderen Regisseuren so kleine Schnipsel einfach, die gedreht wurden als Appetizer oder so. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das heißt also, irgendwo im Studio wurde gerade irgendein anderer Film gedreht und die haben dann gedacht, ah, diese Kulisse haben wir jetzt. Alles klar, wir haben jetzt hier 4 Minuten, die wir irgendwie füllen müssen mit dieser Kulisse. Und wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Indiana Jones oder sowas gedreht worden wäre, dann hätten sie da auch irgendwas mit Nazis gemacht. Aber so war es dann halt so, okay, wir sind jetzt in der Mongolei. Alles klar, egal, was könntest du in der Mongolei machen und so weiter. Woher kriegen wir jetzt die Statisten? Das war wahrscheinlich das Set von Rambo 3. Ja, Mongolei, ja. Afghanistan so. Genau. Zack. Und dann haben sie es noch schnell gedreht. Und dann lag da noch ein Flugzeug rum und dann, ja, okay, alles klar, wir machen jetzt irgendwas. Komm, lass uns einfach improvisieren. Also mich hat am Anfang auch total irritiert. Und das sind ja so kleine Episoden und er schafft es immer zu entkommen und dann ist er wieder bei sich zu Hause, alles ist gut. Ja, man wundert sich, aber... Ansonsten fand ich MacGyver aber echt cool, diese Erzählweise. Also die ist halt sehr, sehr viel ruhiger als aktuelle Serien oder Filme. Das hast du ja schon angemerkt, wenn du irgendwie ein Burpee machst oder sowas und dann kommst du wieder hoch, dann ist noch nicht so viel passiert. Genau. Aber es ist nicht langweilig dabei, genau. Bloß eben die nehmen sich Zeit. Ja. Genau, und es ist ruhig. Es ist einfach ruhig erzählt. Und das, was du auch geschildert hast in der Folge, in der es um Vorbilder ging, dass du den Eindruck hattest, okay, wenn da jetzt irgendwas passiert, dann eskaliert er halt nicht, sondern dann überlegt er sich erstmal, was ist jetzt hier eigentlich gerade vernünftig? Und genau das strahlt diese ganze Serie aus. Das heißt, es gibt halt Momente, bei denen... auch dann wirklich so triviale Sachen einfach mal thematisiert werden. Ganz konkret, in der allerersten Folge fand ich es unglaublich faszinierend, dass dort ein Fass mit Säure ausläuft. Und das, ja, whatever. Also, ne, es ist halt einfach irgendwie, es wird ja auch nicht wirklich gesagt, was das für Säure ist. Es ist einfach nur, da gab es irgendwie eine Explosion und da ist ein Fass undicht unter der Erde ganz weit und da läuft jetzt Säure aus. Und das könnte das Trinkwasser vergiften. Das fand ich übrigens auch schon mal cool, so von wegen, okay, es hat was mit dem Trinkwasser zu tun. Und deshalb muss man jetzt diese Säure stopfen oder ne, irgendwie, das darf nicht mehr auslaufen. Ich frage mich jetzt gerade, wann das Fass leer gewesen wäre. Egal. Auf jeden Fall ist dann MacGyver dort mit einer Frau und auf dem Weg dorthin findet er einen... Mit Spencer. Ich glaube, sie heißt Spencer. Spencer, okay. Ich wunderte mich noch, warum sie so heißt, ja. Ja, weil er sagen wollte, hallo. So. Und siehst du etwa Gespenst? Okay. Ja, erzähl weiter bitte. Schnell, schnell weiter erzählen. Auf dem Weg dorthin findet er oder kommt er an einem Schokoladenautomaten vorbei und steckt sich einige Riegel ein. Und die Frau sagt dann schon so, Entschuldigung, wir müssen hier gerade die Welt retten, warum steckst du dir Riegel ein? Und er meinte, ja, gerade wenn man so nicht weiß, wann man das nächste Mal was zu essen kriegt, ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen Energie dabei hat. Und da dachte ich, ist richtig. Es ist einfach de facto richtig. Hat bislang keine andere Serie thematisiert, dass man dann irgendwie so denkt, oh, jetzt gerade Blutzucker ist gerade unter, ich esse jetzt noch mal einen Riegel. Blutzucker wird in vielen Serien überhaupt nicht thematisiert, habe ich das Gefühl. Das ist so ähnlich wie Stuhlgang oder sowas. Blutzucker spielt keine Rolle. Blutzucker ist wieder ganz weit unten. Brauchen wir erstmal ein Stück Schokolade. Und du, warum müssen Sie jetzt austreten? Ja, wer weiß, wann ich es wieder kann. So, also. Oh, hier eine Toilette. Nutze ich doch mal jetzt die Möglichkeit. Genau, ja. Genau. Also, das wird auch bei MacGyver leider nicht thematisiert, aber tatsächlich ist das mit, mit der Schokolade. So, und dann stehen Sie da vor diesem. Von diesem riesigen Kessel mit der Säure da drin, warum auch immer. Und da sehen sie, okay, das Leck ist offensichtlich relativ weit oben. Und MacGyver kommt dann auf die glorreiche Idee, zu sagen, alles klar, Schokolade stopft dieses Leck. Und er erklärt es auch. Ich kann das nicht mehr, kannst du die Erklärung noch? Also irgendwie, die Dextrose aus der Schokolade kann auf jeden Fall... irgendwie was... Genau, kann die Säure neutralisieren, sodass es dann irgendwie klebrig wird und dann verschließt es das. So, aber wie kommt... Aber eben auch nicht für immer, aber fürs Erste. Das war, genau, glaube ich, die... Ja, fürs Erste funktioniert es, um es ein bisschen abzudichten. Okay, aber wie kommen sie jetzt da oben hin? Und er nimmt jetzt die Frau auf die Schultern
und die Frau muss es abdichten. Und das, was ich hier total klasse fand, war jetzt einfach, dass er, die beiden waren jetzt in einer sehr, sehr angespannten Situation. Theoretisch, also relativ so, du bist da Säure und was weiß ich so, ne? Also das ist... man ist verschüttet, ja, wer ja. Weiß, es wer ist, weiß, es also wie das Stress, jetzt ausgeht. Stresspunkte. Diese Ruhe und dass er dann ankündigt so, okay, ich gehe jetzt einen Schritt nach rechts und er geht einen Schritt nach rechts und dann, ich reiche jetzt mit meiner linken Hand einen Schokoladenriegel nach oben. So, da habe ich gedacht, das ja. ist voll clever. Also das in der Realität, ja. genau das, damit die Person, die da oben sitzt, nicht erschreckt ist von irgendwas, was die Person gerade unten macht. Das, ja, das fand ich total klasse. Es. Genau, also dass das auch so in diese Serie Einzug gehalten hat. Das fand ich klasse. Ansonsten leider in den darauffolgenden Folgen. Also ich habe darüber hinaus zu kritisieren an MacGyver, dass er, also die Charaktere sind schon relativ stereotyp und er ist schon auch ein Frauenheld. Ja, ja. Vor allem in den ersten Folgen, ne, hat er ganz oft eine andere und die spielt dann keine Rolle mehr genau, in den nächsten genau. Folgen. Man denkt, muss so eine Liebesgeschichte sein? Apropos Liebesgeschichte, gerade in der ersten Folge musste ich sehr laut lachen, als er Spencer irgendwie geküsst hat. Mhm. Die Musik im Hintergrund, fade out und Klaviermusik rein. Und ich dachte, boah, wie übertrieben. Ja, warum ja. ist der jetzt so blöd? Und dann ist wieder eine andere Szene und die Klaviermühle ist weg. Aber es war so, also es war eigentlich war das, richtig war schlecht. War das beim ersten oder beim zweiten Kuss? Das, beim ersten, ne? Ja. Beim zweiten Kuss ja. Ganz am Ende. Also wo sie auf der Trage liegt? Wo sie auf der Trage liegt und sagt, ich habe Schnupfen oder sowas. Und deshalb bitte nicht küssen oder so. Und er sagt, aber was ist denn schon ein Schnupfen unter Freunden und küsst sie? Ja, also hat mich auf jeden Fall auch sehr erheitert. Ich weiß noch nicht. Okay, er ist ein Frauenheld, aber er ist kein Player, er ist kein Draufgänger, weißt du? Genau, ja, er das stimmt. Damit das nicht stimmt. Er ist kein Angeber. Und tatsächlich, also sie war ja auch die Zweitheldin sozusagen. Sie war jetzt ja nicht das Opfer oder die komplett Passive, die gerettet wird oder sowas, keine Ahnung, sondern sie hatte ja auch eine aktive Rolle in der ganzen Geschichte. Mhm. Und das war auch bei den Folgen danach, denn soweit ich mich erinnern kann, auch so, dass da die Frauenpersonen nicht ganz so stereotyp dargestellt worden sind wie bei anderen 80er-Jahre-Actionfilmen beispielsweise. Ja, wie das en vogue war damals. Es gibt eine sehr nervige Charakterin, die wirst du dann ja auch kennenlernen, wenn du noch ein bisschen weiter guckst. Die spielt tatsächlich in den ganzen Staffeln offensichtlich immer so mal hin und wieder mal eine Rolle. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Die hat aber auch eine ganz schlimme Synchronstimme. Also ich gucke das auf Deutsch. Mhm. Weil das mache ich tatsächlich auf Deutsch, weil ich sonst beim Burpee das nicht verstehe, wenn die sich unterhalten. Da wäre ich zu abgelenkt, das auf Englisch zu gucken. Mhm. Zumal ich sonst immer mit Untertitel gucke und das kann ich dann auch nicht lesen. Und ich habe da ja die Kindheitserinnerungen dran. Also ich kenne die Stimmen schon. Das ist jetzt nichts, was ich... Ne, da werden die anderen Stimmen eher fremd, wenn ich das Original gucke. Die hat eine richtig nervige Synchrostimme und die Frau ist auch nervig. Und ich denke mir jedes Mal, die stört. Aber vielleicht war es in den 80er Jahren auch so, dass man diese Frau hin und wieder mal brauchte. Die störende Synchronsprecherin. Ja, ich wollte noch ganz kurz zwei Punkte zu MacGyver sagen, weil wie gesagt, ich bin ja auch dran weiterhin. Du meinst, was der Ruhe ausstrahlt, das finde ich vor allem sehr schön, wenn so Action-Szenen sind. Also die sind auf dem Laster, er muss irgendwas schrauben und dann kommt die Stimme aus dem Off und die sagt dann irgendwie, das ist mir neulich auch mal passiert, aber da habe ich ja gelernt, wenn ich dann Base und Säure zusammen mische. So, oder er erklärt es ihr, aber es ist immer so eine, okay gut, es ist zwar gerade actionlastig und trotzdem erklärt er noch was dabei und erklärt, warum er es macht. Das finde ich gut. Und ich achte ja bei solchen Kindheitserinnerungen oder auch Helden, sage ich jetzt mal, immer darauf, wenn die irgendwo essen gehen, was essen die jetzt? Mhm. Was bestellen die? Mhm. Also auch ein BA aus dem A-Team, der trinkt wirklich eine Milch. Der hat dann eine Milch bestellt. Ja. So. Ja. Ja, ist so. Klar, ist so. Cooler Typ. Ja. Und klar weiß man heute, okay, gut, da sind auch die Gelder dann geflossen. Mhm. Und in einer Folge hat MacGyver jetzt auch eine Milch getrunken und in einer anderen ein... Ginger Ale. Das ist nicht mit Alkohol, ne? Das ist mit Alkohol, genau, Gin Tonic. So eine Ingwer-Limonade. Genau. Und er hat einen Ginger Ale getrunken. Und ich dachte, er trinkt jetzt echt einen Ginger Ale. Ich habe ewig keinen Ginger Ale mehr getrunken, aber ich war sofort angefixt zu sagen, oh, ich muss mal wieder einen Ginger Ale trinken, wie MacGyver. Herr Mister? Und dir ist schon bewusst, dass Old Jamaica Ginger Beer ein Ginger Ale ist. Okay. Aber wir könnten sagen, meinst du, MacGyver hat einen Ginger Beer getrunken? Ist ein fließender Übergang, ja, auf jeden Fall. Okay. Oh, er ist noch.
Ist er jetzt noch mehr Held? Ich würde sagen, es ist ein Übersetzungsfehler und es war sogar ein Ultra-Micro-Ginger-Bier im Original. Man muss nochmal im englischen Original gucken. Ja, und wenn sie es da nicht sagen, dann ist es einfach, es ist fiktiv, was sie dann sagen. Aber wir können uns, in unserem Kopf hat stattgefunden, dass am Set auf jeden Fall ein Ultra-Micro-Ginger-Bier am Start war. Und der hat die Szene ja mehrfach gedreht. Also er hat wirklich viel getrunken an dem Tag. Und können wir bitte nochmal eine weitere Perspektive? Ja, ich bin dabei. Solange es noch Ultra-Micro-Ginger-Bier gibt, ich mache es. Mach doch mal eine von oben. Von oben? Ja, ja. Und schön nachschenken, bitte. Und in einer Folge isst er Bambussprossen. Da hat er so ein dönerartiges Ding und hat da Bambussprossen drauf. Und man sieht die Szene und man denkt, da tropft's gleich. Und er beißt natürlich so ungeschickt ab, dass da auch wirklich die Bambussprossen auf seiner Hose landen. Er nimmt die, tut sie wieder zurück und die Stimme aus dem Off sagt, ich liebe Bambussprossen. Erstens enthalten sie sehr viele Nährstoffe und zweitens machen sie keine Flecken auf der Kleidung. So, und es ist so ein, ich gucke das an und denke, ich muss mal wieder Bambussprossen. Guter Mann, dieser MacGyver. Aha, ja. Aha. Was ich übrigens bei solchen Sachen auch mag, ist, wenn du, ich frage mich, wer räumt, oder, also man dreht die Szene, muss ja jetzt nicht mal MacGyver nehmen, ich nehme es mal als Beispiel, das hat eine eigene Wohnung, und dann, wer ist dafür zuständig zu sagen, wie sähe die Wohnung eines MacGyvers aus? Wer ist da der Einrichter, nicht Bestatter, sondern der, wie heißt das? Nicht der Bestatter. Der Innenarchitekt. Ja, aber da gibt's noch ein anderes Wort, das klingt ähnlich. Egal. Und also wer räumt die Wohnung so ein, dass es für den MacGyver passen würde? Und welche Bücher stellt man dann ins Bücherregal oder hat man überhaupt Bücherregale? So, das finde ich immer spannend. Da drücke ich jetzt ganz oft, wenn Szenen in der Wohnung sind, mal auf Pause und guck mir die Wohnung an. Wie ist sie eingeräumt? Ist sie ordentlich? Was stehen da für Lampen rum? Ja, Erich Fromm. Ach so, hast du dich mit Erich Fromm beschäftigt? Haben oder sein. Ich habe das Buch mir als E-Book besorgt und auf meinem Reader liegen. Ich bin bisher nicht über die ersten 50 Seiten rausgekommen, muss ich dir aber auch gestehen. Okay. Allerdings ist das nur Zeitmangel. Also es liest sich wirklich gut, es liest sich sehr eingänglich. Eingängig. Und ich freue mich über diesen Buchtipp. Also kann ich nur empfehlen. Vielen Dank. Gerne, gerne, gerne. Ich habe jetzt auch nochmal angefangen zu lesen und zwar habe ich auch von Erich Fromm in der Zwischenzeit nochmal Die Kunst des Liebens gelesen. Ja, punktuell. Da bin ich auf jeden Fall über die 50. Seite hinaus. Keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie auf Seite 100 bin oder sowas. Weiß ich nicht. Da waren auf jeden Fall viele Sachen drin. Das ist wesentlich früher entstanden, muss man dazu sagen, als Haben oder Sein. Und ich konnte mich daran nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß, dass ich schon mal gelesen hatte, aber ich konnte mich daran nicht mehr so richtig erinnern. Und ich merke jetzt auch, das ist nicht sein bestes Buch. Also da sind viele Sachen drin, die ich streitbar finde. Ich finde unter anderem die psychoanalytischen Aspekte schwierig und er hat sehr, sehr viel mit dem christlichen Mythos in diesem Buch drin und begründet viele emotionale Dinge der Menschen oder also Gefühle, vielleicht auch von Gefühlen verursachte Gedanken oder Handlungen, die verortet er dann irgendwie im christlichen und das finde ich ist aus christlichen Wurzeln raus? Ja, genau, also so von wegen, dass die ganze Kultur eben irgendwie auf dem Christentum basiert. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, das darauf zu reduzieren. Also manchmal kommt es mir so vor, als ob er da auf jeden Fall sehr hart das darauf reduziert. Und diese psychoanalytischen Aspekte, die gehen mir auch viel zu weit. Also dass man da irgendwie sagt, alles klar, hier die Mutterrolle und so weiter, die ist extrem groß und die Vereinigung zweier Menschen und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr schwurbellastig noch. Also das ist wenig konkret. Genau das, was irgendwie bei Haben oder Sein so wunderbar konkret ist, finde ich jedenfalls so, dass man da sofort weiß, wovon er da eigentlich spricht und was er meint, ist es halt bei Die Kunst des Liebens so, dass ich gedacht habe, ja, also ich kann hier was reininterpretieren, was irgendwie für mich vielleicht auch Sinn ergibt, aber ich kann auch sagen, dass es Quatsch ist. So, und ich finde ihn toll, so grundsätzlich. Ne? Also ich weiß ja von seinen späteren Vorträgen und so weiter. Von daher kann ich mir jetzt hier einbilden, dass er hier ganz großartige Sachen trotzdem aufgeschrieben hat. Aber wenn ich da jetzt ein bisschen neutraler, ein bisschen nüchterner drauf gucke, dann denke ich auch, ja,
Nicht sein bestes Buch, das definitiv. Okay, also es ist ja auch schön, eine Haltung ist ja super. Dann ist das nicht die Empfehlung für Einsteiger, vor allem mit dem Buch anzufangen. Mhm. Bleiben wir also bei Haben oder Sein. Haben oder Sein oder seine Vorträge. Da würde ich auch sagen, da habe ich bislang noch keinen gehört, der irgendwie ja so geschwurbelt ist. So, keine Ahnung. Mhm. Okay, also nichts Konkretes. Ja, ich kann mir das vorstellen. Sachen, die zu kurz gegriffen sind, einfach, bei denen man sich denkt, Moment. Also gerade bei solchen Sachen wie bei, das hat die Tradition irgendwie im christlichen Abendland, dann denke ich, dann ist das also in China ganz anders, Fragezeichen. Mhm. So, genau. So, was ist das, denn im ist anderen Kulturkreis? So, genau, ist das die Prämisse? Die ganze Theorie nicht mehr? Ist das so? Mhm. Und wenn es doch geht, ist es vielleicht doch was anderes. Ja. Verstehe ich total. Gut. Gerade, da wir noch beim Thema sind, sozusagen Kunst des Liebens und so weiter. Also ich habe mir tatsächlich David Hasselhoff angehört mit Our First Night Together. Habe ich gemacht. Ich kann es nur empfehlen. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr lachen musste und gedacht habe, ja, wenn ich mir das so vorstelle, also dieses Setting, ja, du hast die erste Liebesnacht zu zweit. Ja. Und dann läuft dieser Song, dieser alles, was an Romantik da gewesen wäre, ist dann erstmal weg. Aber ich kann mir schon denken, dass das dann irgendwie so eine ganz eigene Stimmung. Dynamik. So eine ganz es eigene ist eine ganz Dynamik eigene Stimmung. Auch, ja. Vielleicht ist das auch so eine Art von, wieder so eine Art von Sieb. Ich mache jetzt mal diesen Song an, mal gucken, was dann passiert. Und entweder es wird dann total geil oder man geht dann getrennter Wege. Entweder es wird total geil oder du hast eine Geschichte. Oder du hast eine Geschichte. Das wäre jetzt wieder deine Argumentationskette. Genau. Ich kann es verstehen. So, man weiß, jetzt wird es losgehen und dann, Moment, hier leg noch mal einen Song auf. Eigentlich müsste man es mal als Projekt machen. Mhm. Also ich finde den Song nach wie vor großartig. Der verliert auch nichts, glaube ich, von seiner 80er-Jahre-Charme. Also es gibt viele Songs, bei denen ich denke, oh, muss ich das jetzt, muss ich das hören? Und vor allem, wenn ich dir auf den Text höre, denke ich, ist das jetzt echt sein Ernst? Ja. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel. And When She Cries, was ist das? Ich weiß es nicht mehr. Then I Die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe den Begriff Inneneinstatter, Entschuldigung, heißt das nicht Inneneinstatter? Nein. Ich habe doch nicht den Begriff. Innenbestatter, der Innenbestatter. Nein. Innenbestatter. Kam bei dir schon ganz, ganz früh in deinem Leben. Ist egal. Okay. So, ja, das so viel zum, wie bist du eigentlich jetzt auf Tesla aufgekommen? Ja, Kunst des Liebens. Ach, Kunst des Liebens, hast recht. First Night Together, ich hab's. Ganz klare Kausalkette. Okay, und du wolltest es mit Epikur weitermachen, bitte? Ja, weil ja auch Kunst des Lebens ist. Mhm. Also er scheint mir ein Geselle zu sein, der Epikur, bei dem mit dem ich gerne zusammen rumgesessen hätte und mich unterhalten hätte. Allerdings habe ich auch ein paar kritische Anmerkungen zu ihm gelesen, dass man kann es alles nicht mehr ganz so rekonstruieren, was da war, und rekapitulieren. Mhm. Aber offensichtlich klingt es auch teilweise so ein bisschen nach irgendwelchen Exzessen und Drogen-WG, jetzt in der heutigen Sprechweise, die er da in seinem Haus hatte, und dass es nicht von allen Griechen geduldet war, dass er da irgendwie seine Partys macht. Das ist ja, also das ist das Problem der Griechen in erster Linie. Na klar. Was für ein Problem hast du denn damit? Also du sagst ja jetzt irgendwie, dass du da gelesen hast, dass es da kritische Töne in der griechischen Gesellschaft gab. In Ordnung. Ja. Aber also für mich persönlich, ich sehe das kein großes Problem. Ich habe damit auch kein Problem, solange keinen anderen gestört hat. Also es ist für mich wieder so ein Gartenzwergproblem. So, was denn? Also ich glaube, Griechenland war damals dünn genug besiedelt, dass dann irgendwie der nächste Philosoph... Mach die Musik der Harfe leiser! Genau, also so, keine Ahnung. So, geh mir aus der Sonne. So, echt Epikur, hat er wieder die ganze Zeit David Hasselhoff, ey. Ja. So recht dünn besiedelt. Nein, aber es ist ein Gartenzwergproblem. Stört dich das, was der Nachbar da ein Gartenzwerg in den Garten stellt? Mich hätte es nicht gestört. Ich sag bloß, das hat offensichtlich einige Griechen verstimmt. Ja, okay. Ich habe noch zu Ernst Bloch eine Anmerkung tatsächlich. Oh ja, Ernst Bloch! Und zwar war das ein bisschen witzig, weil wir kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten, in dem es unter anderem um Ernst Bloch ging, habe ich Thilo Jung gehört. Thilo Jung hatte Anders Inzet interviewt. Wen? Anders Inzet. Das ist ein Philosoph aus Norwegen, glaube ich. Deswegen Anders. Genau. Folge 482. Müsste er nicht Anders heißen?
Er heißt tatsächlich anders, nur so also dich kannte ich ihn. Wie heißt er denn? Anders Inset. Ja, aber wie denn? Folge 482 auf jeden Fall. Und Anders Inset hat gemeint, aufgrund seines philosophischen Hintergrunds, auf die Frage, was denn sein bester Philosoph oder sein Lieblingsphilosoph wäre, ja, das wäre Ernst Bloch. Nein, ist ja unglaublich. Und das wäre halt ein unfassbar spannender Philosoph, der auch, wenn ich das richtig verstanden habe, 3 oder 4 verschiedene Deutschlands erlebt hat. Also Kaiserzeit und dann irgendwie... Stimmt, ja. Hier die Weimarer Republik, dann natürlich Nazi-Deutschland, danach dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er dann zuerst in der DDR und danach dann BRD oder so. Also der hat wohl ziemlich viele verschiedene Systeme kennengelernt und hat ziemlich kluge Sachen dazu gesagt. Also das, ich habe mich damit selbst noch nicht befasst. Ich fand es bloß unglaublich witzig, dass das wirklich so ein Tag danach war, nachdem wir irgendwie den Podcast aufgezeichnet hatte, dass auf einmal Ernst Bloch dann doch wieder Erwähnung findet. Ich habe ihn noch nie gehört, bewusst, dass jemand von Ernst Bloch gesprochen hat. Ja. Aber der Name sitzt, ne? Wenn er einmal sitzt. Ja, ich hätte jetzt von Ernst Bloch, ist es ja eigentlich nur ein Katzensprung zu einem anderen großen Vordenker. Ja. Jan Tenner? Ja. Hast du? Nein. Jan Tenner, der neue Superheld, gehört? Nein. Und jetzt? Habe ich nicht. Die Nachfrage... Warum nicht? Was ist los? Was ist da passiert? Ich habe mich um MacGyver gekümmert. Okay, das ist auch die einzige Antwort, die ich akzeptiert hätte bei einem Nein. Du hattest also noch andere Hausaufgaben vor der Brust. So ist es. Ich habe auch noch andere Sachen auch recherchiert. Ich habe auch noch David Hasselhoff gehört. Und ich habe tatsächlich... Ja, da brauchen wir ja einen Nachmittag für. Ja. 2. Also, und eine Nacht. Jan Tenner mache ich noch. Ich finde, wir sollten zu Jan Tenner einfach auch eine Sonderfolge machen. Da sollten wir uns irgendjemanden... Jan Tenner muss eine Sonderfolge sein. ...noch vielleicht dazu holen, der auch Ahnung hat, der oder die auch Ahnung hat von Sci-Fi, von Jan Tenner, von Perry Rodan, von, alles. Von Star Trek vielleicht oder sowas, keine Ahnung. Und dann können wir uns Ich hätte jemanden im Kopf. Mal gucken, ob der Lust hat. Dann können wir noch die ein oder andere Brause vielleicht dabei zwitschern. Jetzt habe ich jemanden sehr konkret. Jemanden sehr konkret im Kopf. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur sagen, es gibt aktuell 10 neue Folgen, glaube ich. Also 10 von 1 bis 10. Und ich bin in der 9. gerade. Also ich bin on top. In der 9. Das heißt also, sie war nicht spannend genug, dass du sie am Stück durchhören konntest. Ich spare mir das so auf, das kannst du dir nicht vorstellen. Eieieie. Es ist immer, jedes Mal, wenn ich Pause mache, spule ich 2 Minuten zurück, damit ich noch 2 Minuten Gewinn bekomme, wenn ich sie wieder höre. Weißt du? So bin ich drauf. Endlich Jan Tenner. Der Damm ist gebrochen. Es geht weiter. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Jan Tenner und ich oder sowas. Je nachdem. Jan Tenner. Ein Held von vielen. Ein besonderer Held. Ein Held von vielen macht ihn nicht besonders. Okay. Jan Tenner. Jan Tenner, ein sehr guter Held. Ein sehr guter Held. Ein sehr guter unter anderen sehr guten Helden. Genau. Ist das auch ein sehr guter Held? Wir bleiben dran. Apropos sehr guter Held. Hast du irgendwas gehört von Pierre aus Braunschweig? Nein, leider nicht. Aber ich finde auch diese Überleitung geglückt. er ist ja frei in seiner Möglichkeit. Er kann einfach ein Video kommentieren, wenn er uns auch seine Daten gibt. Ich würde gerne nochmal wieder mit ihm telefonieren, mich auch entschuldigen. Persönlich entschuldigen. Also. Der bohrt auch Pierre, was in dir, oder? Also, so von wegen, dass da noch was Unaufgearbeitetes ist. Ja, weil es nie aufgeklärt wurde. Ja. Und also, er hat schon auch wirklich Geld investiert in uns. Damals. In uns. Das ist in uns. Also, in mich, in ihn. Ja, in seine Vorstellung von euch. Eine andere Sache, die mir zu denken gegeben hat, war wirklich, dass, also wenn wir jetzt bei Computerspielen sind, dass Hit 120 wirklich offensichtlich niemand kennt. Also ich habe überhaupt keine Rückmeldung zu Hit 120 bekommen. Hast du denn danach gefragt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben, als wir uns über deine, wie war das? Wenn jemand ankommt bei dir und dich nach deiner Lieblingsdiskette fragt. Und die Hardware mitbringt, das war der Schlüsselpunkt. Dann hast du da eine Diskette, auf der unter anderem, also ist Ballerburg drauf gewesen,
Was war da drauf? Hit 120 Doppelkopf. Und Doppelkopf. So. Mhm. Und Hit 120 kannte offensichtlich wirklich hier niemand oder kennt hier niemand. Also Hit 120, das müssen wir nochmal kurz rekapitulieren, ist ein Computerspiel, bei dem man Runden basiert. Also ich glaube, jede Runde war ein Monat. Rundenbasiert. Ja, es ist kein Echtzeitspiel. Es ist tatsächlich man muss darauf warten sozusagen. Jede Runde war ein Monat oder eine Woche oder sowas, keine Ahnung. Woche, glaube ich, ne? Woche. Eine Woche. Genau. Und du konntest dann immer sagen, ob du in dieser Woche eine Single aufnehmen wolltest oder ein Album aufnehmen wolltest. Mhm. Und dann konntest du auf Tour gehen. Und dann gab es immer am Ende der Woche die Charts. Und je nachdem, wie viel du verkauft hattest, hast du dann so und so viel Geld wieder eingenommen, um das dann später zu investieren. Also es gab oben verschiedene Reiter. Und da konnte man dann eben sagen, Single aufnehmen, LP aufnehmen und jede Woche, wenn du gesagt hast, Single aufnehmen und dann hast du eine Woche später geguckt, dann stand da, sie ist jetzt zu 27% fertig. Ja, und stimmt, sie ist jetzt. Und die Single ging natürlich viel schneller, als so ein Album aufzunehmen. Ja. Da konnte man, ich wusste nicht, dass man da auf Tour gehen konnte, stimmt, dann erhöht sich nämlich der Bekanntheitsgrad, den konnte man anklicken und man konnte anklicken Post und die Post hatte nur Auswirkungen, wenn man sie gelesen hat, also wenn man die Post nicht angeklickt hat, hat es auch keine Auswirkungen. Es gab negative Sachen, wie zum Beispiel, sie mussten Strafe zahlen oder so, oder deine Oma schickt 200. Bei Monopoly eigentlich, ne? Genau, ganz genau. Aber du kannst ja halt einfach, du kannst auch einfach die Post komplett ignorieren, dann passiert auch nichts. Ja, genau. Kann man bei Monopoly nicht. Ja. Da habe ich auf jeden Fall fürs Leben gelernt. Kann man, wenn man dann auf nächste Woche klickt, kommen dann die Alben, werden dann angezeigt, die Top-Alben. Und das rotiert und es wird so langsam, also es ploppt so nacheinander auf, wie damals, wenn man ein Bild von Diskette geladen hat. Bis dann ein Bildschirm fertig ist, das waren schon 5 bis 7 Sekunden. So, und dabei gab es ja 5 verschiedene Bildschirme, die geladen werden mussten. Und du hast dann immer mitgefiebert, wo ist mein Album in dieser Woche? Auf welchem Platz? Und ja, nachdem man 3, 4... Also das Geile war halt, dieses Spiel ist ja irgendwann in den 90ern entstanden und die ganzen anderen Titel mit in diesen Charts waren halt immer dieselben und es kam relativ häufig Modern Talking vor und Madonna und alles, was irgendwie damals so ein bisschen populärer war. Und es war ein bisschen witzig, also wir hatten uns da reingesteigert. Erstens haben wir schnell rausgefunden, dass du, wenn du ein Album aufgenommen hattest, du hattest eine gewisse Popularität und so weiter und so fort, dann war es relativ selbsterklärend, dass es auf Platz 1 chartete. Und dann auch ewig lange dort blieb. Ewig lang. Und zwar so lange, bis du ein neues Album aufgenommen hattest. Wenn du ein neues Album aufgenommen hattest, ist das alte schwupp dich aus den Charts raus und das neue war auf Platz 1. Das heißt, als wir diesen Algorithmus verstanden haben, und der ist ja nicht besonders schwer zu durchschauen, haben wir uns gedacht, warum jetzt noch ein neues Album machen? Wir gehen jetzt einfach immer wieder auf Tour mit diesem einen Album. Denn dann haben wir am Ende ein Album, was irgendwie 15 Platine-Schallplatten hat oder sowas. Keine Ahnung. Also das war ja dann einfach nur so, wenn wir jetzt ein neues Album aufnehmen, dann haben wir ja keine Platin-Schallplatte dann für das erste. Ja, richtig. Ich verstehe das. Also ich verstehe es aus meiner damaligen Sicht auch. Und das Einzige, also man konnte nicht wirklich verlieren bei dem Spiel, so erinnere ich mich jedenfalls. Also man konnte bloß gucken, wie schnell man es schaffte, auf Platz 1 zu kommen. So, das war dann irgendwo. Wie viele Platten man insgesamt verkauft, genau, darum ging's. Genau, richtig, dass du da so eine schöne virtuelle Diskografie auch aufgebaut hast und so weiter und so fort. Und das Witzige war, dass wir uns dann ja so weit reingesteigert hatten, dass wir irgendwann die Textdatei oder diese Datei gefunden hatten, in der Titel gespeichert waren von den anderen. Das also konnte von man einfach editieren, ne? Genau, richtig. Und dann haben wir da einfach unsere eigenen, also das, was wir irgendwie damals gut fanden, reingeschrieben. Und dann konnten wir die irgendwie Ärzte, Schrei nach Liebe. Genau. Ja. War auf jeden Fall, Ärzte waren da auch mit dabei, aber auch Torfrock, daran erinnere ich mich oder so. Torfrock. Wir haben dann auch manchmal eigene Sachen, die Pupsnasen die oder Pupsnasen, so. Die Pupsnasen, genau, richtig. Und dann konnte man sich immer so richtig schön darüber beäumeln, dass dann die blauen Steppers auf Platz 1 der Charts waren. Und in so einem kindlichen Gemüt. Kindlich, genau. Und es hat auch eigentlich nur Spaß gemacht, wenn man zu zweit gespielt hat und dann immer geguckt hat, ist mein Album besser als deins? Ja, das stimmt, genau. Alleine kann man es auch, aber das, ja. Und es war auch damals so ein Limit vom Algorithmus, der war sehr, sehr stark, dass du auf Platz 1 der Albencharts, glaube ich, nur 10.000 verkaufen konntest. Und wirklich nur 10.000, nicht 10.001 oder sowas. Nee, und, nicht stimmt, und 10.000. Und bei Singles 30.000. Genau, ich erinnere mich, ja.
Mehr ging nicht. Mehr ging einfach nicht, genau. Nur das war, ja, die war, vielleicht war, das auch, vielleicht war das auch produktionsbedingt, dass man nicht mehr als 30.000 in der Woche herstellen konnte. Das, ja klar, warum, wie auch, wie auch. Wie auch, genau. Geht nur 30.000. Das ist ja ganz stark jetzt an der Planwirtschaft dran, ne? Und es hat überhaupt nichts mehr mit dem Streaming zu tun, was man heute so mit Spotify oder sowas erlebt. Hit 120 eben. Künstlich verknappt. Ja, warum hieß es denn Hit 120? Also Hit ist klar, aber 120? Ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Wegen 120 BPM? Ach, ja, nee, das kann sehr gut sein. Also die meisten Hits haben ja 120 BPM. Das ist ja die Standardeinstellung auch, wenn man irgendwie eine DAW, so eine Digital Audio Workstation öffnet. Und wenn man dann nicht weiß, wie man das ändert, dann produziert man halt nur Musik mit 120 BPM. Hit 120. Genau, genau. So, ja, ja, da, diesen kleinen Ausflug in die Computergeschichte. Schönes Spiel. Die wollten schönes wir Spiel. Mal nachreichen. Also mein, der schönste Moment war, wenn man dann sagte, ich will eine Single aufnehmen, bitte geben Sie den Namen der Single ein. Und dann konntest du halt die frei entscheiden, was du da hinschreibst, Radio Gaga 7. Mhm. Und dann wurde diese Single einfach produziert. Also es war schön. Eigentlich hatte man nichts zur Auswahl, aber man hat das Gefühl gehabt, ich darf alles entscheiden. Ich glaube, es gibt KünstlerInnen, die genauso arbeiten. Also wenn du jetzt gerade sagst, so Radio Gaga 7, so, ne? Also klar, Radio Gaga ist so dein Superhit und du legst ihn halt immer. Jetzt denke ich gerade an Mike Oldfield. Mike Oldfield, Tabular Bells, der bringt die doch alle zwei Jahre neu wieder raus. Wer, was? Welches Lied? Tabular Bells. Kenne ich überhaupt nicht. Das ist ein Album von ihm, das hat damals, also das Originalalbum in den 80ern, das hat halt sehr viel mit so, ich sage mal, General MIDI zu tun. Also das heißt, die Instrumente kamen alle vom Computer und die klangen halt nicht besonders gut. Mit der Zeit wurden dann natürlich die Synthesizer immer besser und auch die Klangerzeugungen klangen, also das klang immer besser. Und er hat dann einfach dieselbe Komposition praktisch verwendet und hat es immer wieder mit neuer Technik eingespielt. Und der bringt und das immer alle, seine alten Lieder wieder? Immer wieder dieselben. Das macht er alle zwei Jahre oder so. Also das klingt sehr nach Radio Gaga 7, glaube ich. Ja, okay. Aber wenn er damit durchkommt, ist ja auch schön. oder Matthias Reim. Tausendmal berührt. Nein, nichts mit tausendmal berührt. Das, verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich lieb dich. Ja, 2004 oder sowas mit verdammt, ich hab nichts. Ach stimmt, ja, daran erinnere ich mich. Jetzt, daran, vor einem Jahr oder sowas, hat er dann so eine verdammt, ich lieb dich Special Edition oder sowas für 300 Euro oder so rausgebracht. Oh. Und ich denke so, okay, warum? Also, mit einer Matthias Reim-Figur. Also, na, wer die haben möchte. Ich sag mal so, in 10, 20 Jahren, ja, ne, wenn wir dann so irgendwie in dem Alter sind, in dem er, nee, Moment mal, in 40 Jahren, danke, dann werden wir einfach auch uns selbst als Figuren beilegen und dann werden wir irgendwie, keine Ahnung, Larifari. Oh, ich freue mich drauf. Die 40 Jahre Edition Remix für 300 die Euro. Inflationsbedingt bereinigt dann für 3.000 Euro, wenn es den Euro noch gibt. Klar, spätestens für unser Album. Aber man konnte eben bei Hit 120 nichts einstellen. Nicht Special Edition, nicht wie viele Tracks, nicht nix, nicht eine CD2. Wie heißt das Album? Mhm. Das ist deine Freiheit. Zack. Damit du den Namen hast. Genau. Ja. Ja. Und ab und zu wurdest du von Thomas Gottschalk eingeladen. Das hat deine Popularität gesteigert. Ja. Ah. Ja. Am Ende hatte man immer 100%. Das heißt aber nicht, dass alle deine Alben kaufen. Mir fällt gerade noch was ein. Ja. Ich habe mir von Coldplay das Album Parachutes angehört. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ja, und? Du hast gesagt, das wäre eines dieser Alben, die man einfach durchhören könnte und jeder Track wäre ein Hit, wie du es gerade gesagt hast. Okay, fangen wir mal anders an. Welcher Track ist denn nicht 5 von 5? Die Tracks haben alle ein ähnliches Niveau. Ja, 5 von 5. Fangen wir mal so rum an. Das heißt also, wenn du es definierst, Track 1 hat 5 von 5. Dann hat auch Track 7 5 von 5. Da gebe ich dir recht. Ja, dann ist doch alles geklärt. Nee, ist wirklich nicht meins. Also ich habe halt gedacht, dieses ganze Album, ich hatte es so als Gefühl, dass das alles Jammern auf hohem Niveau ist. Ja, also es ist alles tief melancholisch. Ja, genau, klar. Genau. Es ist tief melancholische Popmusik. Bei mir funktioniert diese Art von Musik, glaube ich, nicht, weil wenn ich melancholische Musik haben möchte, dann irgendwie eher was Anspruchsvolleres höre und nicht unbedingt Popmusik. Mhm. Und wenn ich Popmusik höre, dann soll mich Popmusik
unterhalten irgendwo. Also dann, oder eher eben die Stimmung aufhellen oder sowas. Also, so wie First Night Together. Genau. Hält so wie First auf. Night Together, genau. Da bin ich dabei. Das ist dann eben so, dass ich dann auch mitfühlen kann, mitfiebern kann sogar. Klar. Und bei Coldplay. Ja, also verstehe ich total. Ich bedanke mich auch, dass du das erste Album gehört hast. Jetzt, wenn du viel Zeit hättest, würde ich jetzt sagen, mit der Erkenntnis des ersten Albums, hör dir mal eins an, ab 2010 oder so. Und du wirst sehen, da sind kaum Parallelen. Und ja, deswegen kann ich mit dieser Band gar nichts mehr anfangen. Und also, das heißt jetzt also, so ein 2010er Album von Coldplay wäre dann nicht mehr melancholisch? Ja, oder es ist vor allem total überladen mit Klangteppichen und anderen Sounds. Und ich finde es überhaupt nicht melancholisch mehr, nein. Also ich habe überhaupt keinen Bezug mehr zu den Songs. Das heißt, ihr habt euch so ein bisschen auseinandergelebt. Wir haben uns, Coldplay und ich, haben uns sehr auseinandergelebt. Aber ich bin immer noch dankbar für die schöne Vergangenheit, die wir hatten miteinander. Frage von mir. Steht bei dir ein neuer Besuch ins Vogtland an? Zumindest gedanklich. Nein. Nächste Frage bitte. Okay. Verstehe. Nee, kein Problem. Was hast du denn noch in der Zwischenzeit? Hast du was recherchiert? Ich habe jetzt so eine App auf meinem Smartphone, Fremdwörter lernen, ja, damit ich ein bisschen im nächsten Jahr mit dir mithalten kann, dass ich halt auch mal so schlaue Wörter sage. Und das ist so meine Hausaufgabe. Okay. Das Witzige ist ja, du hattest ja zum Beispiel, also das haben wir ja schon rausgehört, in der 12. Klasse hattest du ja Betriebsrechnungswesen in der Schule. Betriebsrechnungswesen Controlling, BWRC. BWRC, alles Betriebsrechnungswesen, BRW, oder? Betriebswirtschaftsrechnungswesen Controlling. Das Wirtschafts hast du aber noch jetzt reingewählt. Ja, okay, alles klar. BWRC. Und immer eine Doppelstunde. Gab es da nicht auch irgendwie irgendein anderes Fach, bei dem es mit Fremdwörtern irgendwas zu tun hatte? Du meinst außerhalb von BWRC? Ja, also so, kaum weiß ich nicht. Philosophie. Ja, da gab es, ich hatte tatsächlich Philosophie in der Oberstufe. Da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Gutes Fach. Aber das ist ja dann alles weg, weißt du? Du nimmst ja im Kopf ab dann. Achso, also du bist da drin gewesen und dann bist du wieder rausgegangen und dann warst du hier weg. Vor allem, wenn man dann irgendeine Klausur geschrieben hat. Alles wieder weg. Alles wieder weg. Okay, vorher das ist dieses Bulimie-Lernen. Ja, nein, würde ich überhaupt nicht sagen. Aber es gibt halt auch viele Fremdwörter, die ich überhaupt nicht kenne und die ich aber schon gehört habe. Ja, und denke dann, sie ja Fremdwörter. Genau. Sind halt nicht Bekanntwörter. Und wenn es für dich Bekanntwörter sind und für mich Fremdwörter, sehe ich die Lücke, die ich zu schließen habe, weißt du? Kennst du das Wort Anekdote? Ja. Okay, alles klar. Ich hätte jetzt noch eine Anekdote zu erzählen. Ja, bitte. Oh, war ja. Also, von erste Folge, wir stellen uns vor. Ja, genau, ja, richtig. Ja, bitte. Also wann, wenn nicht jetzt, könnten wir auch nochmal Geschichten erzählen. Bitte. Und zwar kam ich, da hast du noch in Oldenburg gelebt, gewohnt, und du hast eine Bachelorarbeit geschrieben über den Soundchip des C64. Den sogenannten Ist ziemlich gut, oder? Ja, ja, ist richtig. Ist ein Projekt gewesen. Genau. Und aufgrund dieser Bachelorarbeit hast du dir ein paar C64-Computer gekauft. Ich weiß nicht mehr, ja, wie viele, sieben oder acht, keine Ahnung. Sieben. Ich hatte sieben Stück. Sieben Stück, unterschiedliche auch? Ja. Die alten, die neueren, also den C64-2, den hatte ich dreimal, und den C64-1 zweimal, ja, und dann noch so ein C64G oder so, also so ein Aldi-Computer. Ja, das waren sechs. Ach so, den VC20 eigentlich, oder wie? Nee, der VC20 war ja der Vorgänger. Ja. Es ist ja in diesen 12 Jahren Produktionszyklus gab es auch so ein Aldi-C64, so heißt der, C64G. Ja. Der war halt sehr viel eingespart an Platinen. Den haben sie, weiß ich, 1990 rausgehauen oder so. Die günstige Variante davon nochmal. Genau, alles ganz klar. Genau. Und ich kam bei dir an. Ja. Und du meintest, wir gehen heute Abend noch zu Olli, und vorher müssen wir aber noch kurz bei diesem Paketshop hier vorbeigehen, denn da liegt ein Paket für mich. Vermutlich ist es der siebte C64. Vermutlich? Ja. So, weißt du noch, was da war? Was da stattdessen drin war? Ich glaube ja, es waren Kabel, oder? Richtig. Du bist da hingekommen, hattest ein riesen Paket abgeholt, ja, und da drin waren einfach nur Kabel.
Also es nicht, war nur Kabel. Nicht irgendwie, keine Ahnung, Doppel-Zinch auf XLR oder sowas, sondern es war wirklich ein wildes Konvolut aus Kabeln, zum Teil mit Anschlüssen. Das war auch in der Suchmaschine mein Suchbegriff, Kabelkonvolut. Kabelkonvolut. Einfach, weil Kabelkonvolut. Es so schön klingt. Okay. Also ich wollte dich erstmal nur fragen, was sind das für Kabel? Und du sagtest, ja, einfach Kabel. Ja. Das sind einfach Kabel. Ja, Kabel. Und dann hast du gemeint, ja, wenn ich jetzt bei eBay einfach eingebe, ich suche Kabel, dann findet man dort kilogrammweise Kabel, ohne dass man weiß, was da jetzt für Kabel drinstecken, für sehr wenig Geld. Also so ein Euro, 1,50 Euro, irgendwie, keine Ahnung. Versand 5 Euro, aber ja. Genau, dann sind wir auch zu Olli weiter mit dieser Kabelkiste. Du hast dann noch gemeint, so, aber sag das meiner Freundin nicht. Nein, ja, wichtig. Die köpft mich, wenn ich wieder Kabel bestelle. So. Und ja, Olli und ich, wir hatten irgendwie zum Beginn auf jeden Fall dieser Diskussion so ein gewisses Verständnis für deine Freundin, ja, und hatten uns gedacht, so, ja, ist ein bisschen komisch auch. Dann hat aber Olli auch sofort recherchiert und hat nachgeguckt, wie viel kostet denn so eine Kiste Kabel bei eBay. Und als er dann die Preise gesehen hat, eben mit 1 Euro, 1,50 Euro, da hatte er dann auch wieder Verständnis für deine Seite und war auch kurz davor, ja, so eine Kabelkiste zu kaufen. Das Angebot ist halt auch verlockend. So, und in schwachen Momenten greift man zu. Dann, du kennst das, sind wir ja irgendwie wieder zu dir nach Hause und so weiter. Du hast die Kabelkiste versteckt, dass die auf gar keinen Fall jemand findet, der das nicht so, also zu den, einfach zu den anderen 12 Kabelkisten gestellt. Also genau. Den nun 11 und für den 7 Computer 64 dazugestellt. Genau, ja, genau. Am nächsten Tag klingelte es und der Postbote war da. Und er brachte ein Paket vorbei. Und ich dachte, ah ja, cool, der siebte C64. So, ne? Ja. Du erinnerst dich? Jetzt gerade nicht, aber okay. Erzähl mal weiter. Es und das leider, Paket war zu klein. Stimmen. Es passte wieder kein C64 hinein. Und ich dachte so, die nächste Kabelkiste. Wie lenke ich denn jetzt die Freundin ab? So, und die hatte das aber schon gewittert. Die hat auch irgendwie so gemerkt, so, was ist das jetzt? Fredanko, was ist das? Ja. Was ist da drin? Mist. Und du so, C64, glaube ich nicht, weiß ich nicht. So, ne? Also irgendwie so. C64. Und dann musst du das öffnen, in deinem Beisein. Und darin war ein USB-Tassenwärmer. Oh. Und ich dachte, ja, wer kauft denn einen USB-Tassenwärmer? Nein, ja, aber die Reaktion deiner Freundin war eine ganz andere. Sie hat gesagt, aber Fredanko, du hast doch schon zwei. Und ich dachte, what? Und deine Reaktion auf, du hast doch schon zwei, war? Ja, aber die sind weiß. Ja, aber nicht in schwarz. Und ich will einen schwarzen. Ja. Richtig. Genau. Das weiß ich wiederum. Aber es ist doch mal jetzt mal runtergebrochen. Also du stellst mich jetzt in einem Licht dar. Ich habe mich ja auch emanzipiert von damals. Mhm. Aber hast du keinen USB-Tassenwärmer, mal so gefragt? Nein. So eine Warmhalteplatte, ne? Ja, ich weiß. Die wärmt ja nicht, genau, mehr. Nein. Da habe ich dich dann damals, als ich dann diese 3 Tassenwärmer hatte, habe ich zu dir gesagt, gut, oder? Und dann hast du mich angeguckt und gemeint, nee, das ist aus dem USB-2-Anschluss viel zu wenig Leistung, um die wirklich warm zu halten. Ich bin im Klugscheißer-Modus. Ich hatte dann auch gemeint, glaube ich, damit kannst du allenfalls wirklich die Tasse wärmen, aber nicht das Getränk da drin. Ach, Mann. Ja, die kam auch nie so richtig zum Einsatz, muss ich sagen. Aber es war halt in schwarz. So. Alter, halt auch cool. Wenn du merkst, dass das Konzept nicht funktioniert nach den ersten beiden, ja, und dann sagst du dir, ja, aber in schwarz, ja, da wird ja die Energie praktisch aufgesogen. Auch die von ich wollte gerade sagen, schwarz, da ist ja die Sonneneinstrahlung und so. Ja, ich hatte nicht bis zum Ende gedacht. Das ist mir oft passiert früher, jetzt kaum mehr, kaum. Okay. Sag mir ein Beispiel, wo ich nicht zu Ende gedacht hätte jetzt aus den letzten 3 Jahren. Dir fällt nichts ein. Aus den letzten 3 Jahren. Du hast gesagt, Anfänger von Virginia jetzt, ja, wäre das beste Album, ja, 2004. Ja. Hast du nicht zu Ende gedacht? Doch. Pass auf, ich nenne dir jetzt 3 Alben, die besser sind und zwar so objektiv wie bei mir. Also rein subjektiv aus deiner Warte könnte es vielleicht so sein, dass Anfänger von Virginia jetzt besser ist, aber rein objektiv, also aus meiner Perspektive, ist Scooter mit dem Album Mind the Gap auf jeden Fall besser. Wir hatten objektiv gesagt. Okay. Zweiter Versuch. Du musst bei Scooter gar nicht den Albumtitel dazu sagen. Oh, mein Gap ist aber auf jeden Fall was anderes als Happy Hardcore. Our Happy Hardcore ist was komplett anderes als Mind the Gap. Ehrlich? Auf jeden. Und das Our Happy Hardcore, das war ja das erste Album von dem. Ist das nicht so gut? Da haben sie sich noch entwickelt. Da waren sie noch in der Findungsphase, würde ich sagen.
Und jetzt ist Mainz The Gap besser? Ja, da haben sie dann schon, da wussten sie, wohin sie wollen. Mhm. Können wir in einer späteren Folge vielleicht nochmal durchsprechen. Also ich dürfte mir das gerne mal anhören. Ich merke, dass du das nicht wertschätzen kannst, dass Mind the Gap besser ist als Anfänger. Nee, aber pass auf, bei dem zweiten Album, da wirst du auf jeden Fall mit mir übereinstimmen. Und zwar von Vizo das Album Anders da. Mhm. Unsichtbare Frau. Du hast keinen Unsichtbare Namen. Frau, ja. Mit dir will ich leben. Ja. Allerdings, also es gibt Licht und Schatten. Licht und Schatten. Mhm. Okay. Und zwar hat das Album ja Axel Kurt ganz alleine aufgenommen. Da waren die anderen nicht mehr dran beteiligt, nach meinen Informationen. Und ja, es heißt Anders da, weil es ganz anders sein sollte als die anderen. Und es hat auch Schwächen. Es sind richtig gute Lieder dabei. Ich mag das Album, aber es ist nicht durchgängig 5 von 5. Na gut, okay. Letzter Versuch. Ja, aber es ist besser als guter, glaube ich. Meint ja, okay, ich verstehe das. Ich verstehe dein Vorurteil. Ja. Ich verstehe, dass du das glaubst. Das letzte Album, was mir dazu eingefallen ist, 2004, von Zinnober, das Album Zinnober. Die Band hat ein Album nach ihrem Bandtitel benannt. Ja, so wie... Gut, nein, kenne ich nicht. Nicht. Es tut mir leid. Nein, das war gar nicht. Eines von den Jan Plewka-Projekten. Die hatte, also das war vor Tempo, aber nach Selig. Selig hatte sich aufgelöst nach dem dritten Album und dann kam relativ lange nichts und dann kam mit 2004 Zinnober. Und da singt er dann quasi auch? Da singt er auch, genau, richtig. Es sind halt andere Musiker, mit denen das macht. Und es ist, finde ich, ein bisschen poppiger als das zweite Album von Selig, also ein bisschen poppiger als hier. Aber es ist nicht ganz so abstrakt wie das dritte Album von Selig. So, also es ist schon ziemlich poppig, wenn man das in die Selig-Welt einordnen möchte. Okay. Und ich fand es aber tatsächlich extrem gut. Okay, dann muss ich wohl mal reinhören. Wie gesagt, ich kenne es gar nicht. Und, na gut, dann verstehe ich auch auf jeden Fall, warum du Anfänger als das beste Album 2004 einordnest. Alles ich hätte klar. Nur für warum wir auch mal 2004 jetzt genommen haben, wegen Anfänger und Virginia. Ja. Ich hätte noch eins, was ich auch mochte 2004. Ja. Und das war von Rammstein Reise, Reise. Mhm. Ja. War da auch ein besseres Rammstein-Album auf jeden Fall. Also eins der letzten guten. Ja. Danach, ja. Also eigentlich. Da sind wir uns einig. Das ist doch schön. Da haben wir jetzt einen Konsens gefunden. Schön. Fühlt sich auch so schön an. Dann. Sehr. Da fällt mir noch eine Anekdote ein, ne? Bitte. Zu Rammstein? Ja, zu schön anfühlen. Fredanko hatte nämlich eine Zeit. Ich reiße dich wirklich rein, ne? Ja, dieses Kabelkisten-Ding war schon schlimm genug. Ja, ja? Aber du hattest auch eine Zeit lang so ein Ding, dass du Unterhosen auf dem Kopf getragen hast. Wie kamst du dazu? Ich finde es erstmal gut, wenn du einleitest mit, du hast eine Zeit lang. Das bedeutet nämlich jetzt nicht mehr. Das finde ich gut. Also so kannst du gerne Kritik einleiten. Kritik ist es ja eigentlich auch gar nicht, sondern aber auf der anderen Seite unterstelle ich dir, dass es länger als ein Tag war. Also es klingt auf jeden Fall so, als ob es wirklich so ein Hobby war. Es ist ja einfach als Witz, weißt du, als Witz. Naja, der Witz hat ja so begonnen. Also du bist ja morgens aufgestanden, glaube ich, und hast dir gedacht, ich ziehe mir meine Unterhose nicht so an wie andere Leute, sondern ich setze sie mir auf den Kopf. Es ist in direkte Parallele zu wie zu anders da, ne? Genau. Einfach anders. Wirklich auch extrem anders da halt einfach. Ja, extrem anders, ja. Ich erinnere mich dann bloß daran, aber du kannst mir ja nochmal sagen, wie das denn genau gewesen ist, dass du dich relativ schnell daran gewöhnt hattest, dass da diese Unterhose auf deinem Kopf war. Wenn man sich so eine Boxershorts war das so auf den Kopf, das ja, es ist so wie eine Mütze. Und es ist so, man vergisst ja irgendwann Sachen. Ja. So, also wenn ich die ganze Zeit eine Boxershorts auf dem Kopf trage, vergesse ich irgendwann, dass ich eine Boxershorts auf dem Kopf trage. Und dann, wenn man dann mal kurz rausgeht oder so, dann, ach ja, klar, ich habe ja eine Boxershorts auf dem Kopf. Das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und du warst dann auf jeden Fall mit dem Unterhosen-Accessoire auf deinem Kopf einkaufen. Ja, warst du da eigentlich mit? Nein. Oder? Du bist mit der Unterhose auf dem Kopf nach Hause gekommen und ich hatte gesagt, was willst du so einkaufen? Und du sowieso, du hast noch die Unterhose auf dem Kopf. Ach, jetzt verstehe ich, warum die Leute so komisch geguckt haben. Ja, komisch geguckt, aber nicht bespuckt. Das war immer mein Motto. So war's. Also ich weiß sogar noch, es war bei Netto. Ich war bei Netto einkaufen, das kann ich sagen. Könnte auch 2004 gewesen sein, müssen wir auch fairerweise sagen. Mhm.
Ja, es war aus einer spontanen Lust und Laune heraus getan. Ja. Es war ein neuer Tag, es war, glaube ich, Wochenende und es war eine Idee. Verkaufsoffener Sonntag? Nein, es war wahrscheinlich Samstag dann. Es war Samstag wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, da habe ich, meine beiden Anekdoten auf jeden Fall noch losgeworden. Ich habe noch eine Anmerkung, eine letzte. Ja. Von meiner Seite jetzt. Im Moment, ich weiß nicht, was du noch, vielleicht hast du noch andere Anmerkungen. Kommt vielleicht gleich noch. Wenn wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, dass Christoph eine Partei gegründet hat. Er hat die nicht gegründet. Hat er die gegründet? Ziemlich, der war im Gründungsprozess auf jeden Fall dabei. Weiß nicht, wie viel er dazu beigetragen hat, aber auf jeden Fall hat er einiges dazu beigetragen. Und er dein war alter Wegbegleiter Christoph. Mein alter Wegbegleiter Christoph, mit dem ich auch jetzt noch bei Facebook befreundet bin. Ach. Was eigentlich nichts bedeutet. Auf jeden Fall. Aber habt ihr euch geschrieben? Ja, wir haben uns auch geschrieben. Und, genau. Der hat Psychologie studiert und ist immer noch in dieser Partei. Ja. Und wir haben gesagt, dass diese Partei PSG heißt. Parteisozialistischer Gleichheit oder Parteisozialer Gleichheit. Und sie heißt PGS? Sie hat sich umbenannt vor ein paar Jahren in die Sozialistische Gleichheitspartei. SGP. SGP, genau. Sozialistische Gleichheitspartei. Genau. Okay. Das ist der neue Name. Ja. Also den alten PSG bitte streichen. Jetzt heißt sie SGP. Ja. Das ist mir sehr wichtig, dass das jetzt nochmal erwähnt wird. Wenn ihr sie auf dem Wahlzettel sucht, ich schreibe es mal auf SGP. GP, Sozialistische Gleichheitspartei. Ganz genau, richtig. Das ist die richtige Partei. Tritt für viele vernünftige Sachen ein. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das nicht ein bisschen wie Volksfront Judäa, jüdische Volksfront? Warum benennen die sich um? Und tatsächlich ist es wohl so, dass es die Sozialistische Gleichheitspartei in vielen, vielen Ländern gibt und die überall Sozialistische Gleichheitspartei hieß, bloß nicht in Deutschland. Und diesen deutschen Alleinweg, den wollte man jetzt damit irgendwie so ein bisschen... Ja. Gerade bei einer Gleichheitspartei sollte man nicht so viele Alleinwege gehen. Ja, verstehe ich gut. Wieso seid ihr hier jetzt und heißt PSG? Was soll das? Und da ist er der Vorsitzende von drei anderen. Also es gibt drei und er ist einer davon. Sag ich ja. Ja, richtig. Aber man kann sie nicht überall wählen, nicht bundesweit, soweit ich das weiß. Ja, in Berlin war sie wählbar. In Berlin auf jeden Fall. Da hängen mir auch überall die Plakate tatsächlich. Ach, tatsächlich, ich habe noch nie ein Plakat. Hey, ist er da auch manchmal drauf, sein Kopf? Nee, das ist ein reines Textplakat. Okay. Meistens einfach nur rot-weiß oder sowas, also wenn ich mich recht erinnere. Und da stand irgendwie einfach sowas drauf wie, wir sind gegen den Krieg und so. Oder so. Ja, genau. Also, das ist waren auch relativ kurze Sachverhalte, die dort irgendwie erklärt worden sind. Allerdings schon so, dass ich da inhaltlich eigentlich immer mitgehen konnte. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ für... Also, Sozialistische Gleichheitspartei würde mich jetzt vom Namen nach überhaupt nicht ansprechen, weil ich diese Gleich... Also das, was man so als Gleichmacherei auch empfindet oder sowas, ist jetzt nicht so sonderlich attraktiv. Also da habe ich erstmal so, denke ich, nö, ist eigentlich eher nicht meins. So. Das wäre auch sofort erst mein erster Gedanke gewesen. So würde ich meine Partei nicht nennen, Gleichheitspartei. Genau, also ist das halt genau das, was man irgendwie so negativ konnotiert mit Sozialismus, finde ich. Mhm. So von wegen, ja, ihr wollt doch nur alle Leute gleich machen und so weiter. Und ich denke, eigentlich nicht. Eigentlich sollten dann nur alle Menschen den gleichen Wert haben, so ungefähr. Ne? Und es geht nicht in die um die individuelle Ausprägung, die man damit verneinen möchte, so ungefähr. Ich glaube, da steckt auch eine gewisse Provokation drin. Ich glaube aber tatsächlich, ich hätte sie dann eher Sozialistische Gerechtigkeitspartei genannt. Und wenn ihr das hört, liebe Leute von der SGP, vielleicht benennt ihr euch ja nochmal um. Aber dann müssten sich ja wieder alle umbenennen. Ja, aber die Buchstaben bleiben dieselben. Das stimmt. Ja, das ist ja schön. Ja, vielleicht können wir ja mal Christoph in einem Interview hier. Meinst du, der hat, aber hat er Zeit? Hat er Zeit? Man weiß es nicht. Vielleicht kann er uns auch ein bisschen psychologisch unterstützen. Oh, das stimmt. Und ich glaube, er hat auch was mit Drogen gemacht in seiner Abschlussarbeit. Hast du es gerade bei Wikipedia nachgelesen, oder wie? Nee, das habe ich. Das war ich, als ich mich über Christoph mal informiert habe. So, deine Kontakte zum Bundesverfassungsschutz, ne? Die müssen wir auch nochmal thematisieren. Aber ich weiß nicht genau, wie der Abschlussarbeitstitel ist. Aber da könnte er ja gerade dir helfen. Mir? Dir. Mhm. Wobei? Ja, in deiner ganzen Drogenabhängigkeit. Ich sag nur Minzlikör, Lakritzlikör. Ich stelle mal kurz die Flaschen weg. Das Glück. Ich habe eine Parallele auch entdeckt zwischen Christoph van Dreyer und dem Undertaker. Ja. Die haben beide jetzt kurze Haare.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch negativ bei Christoph aufgefallen und beim Undertaker. Den irgendwas. Undertaker müssen wir auch nochmal in einer anderen Folge irgendwie vielleicht mit einem Spezialisten, mit einem Experten oder mit einer Expertin bequatschen, denn der hat ja jetzt auch gerade Karriereende. Sein letztes Match. Genau, verkündet. Nee, das letzte Match war ja schon im April, aber er hat sich jetzt nochmal verabschiedet sozusagen und 30 Jahre Undertaker in der WWE und so weiter, das sollten wir vielleicht einfach nochmal, da gibt es so viel zu bequatschen. Das ist ein wir brauchen auf jeden Fall für unsere Experten immer so randbegabte Experten, ne? Es ist kein Ernährungsexperte, Inselbegabung sondern ein, nennt man das ja auch, ne? Genau. Kannst du was mit Jan Tenner und Perry Rodan? Ah ja, okay. Ja. Geht nicht um die großen Themen Star Trek oder so. Nee, eher so kleinere Projekte. Aber warum nicht? Warum nicht? Man muss ja auch seine Nischen finden. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar... Also darf ich noch mal ganz kurz wissen, worauf wolltest du jetzt hinaus? Also bei Minzlikör und Lakritzlikör? Gar nichts. Es stand bei dir neulich rum. Oh, habe ich einfach mal so. Also wenn alkoholische Getränke, das muss man auch sagen, ja, so süße Liköre funktionieren bei mir. Ja. Und tatsächlich aber auch sowas wie Absinth oder sowas. Das funktioniert auch bei mir. Bei Fredanko indes funktionierte eine Zeit lang, der war bei einer Party, das kann ich vielleicht auch nochmal zu seiner Abhängigkeit, der war bei einer Party. Oh, meine Alkoholgeschichte, genau. Ja, bitte. Und er war ganz kurz davor, Alkoholiker zu werden, als er dort einfach eine Flasche Blue Curaçao. Nein. Batida de Coco. Aha, alles klar. Batida de Coco mitgenommen hat, die war unangebrochen, wenn ich das richtig verstanden hatte. Genau, es waren diese Partys, wo am nächsten Tag irgendwie alles verschenkt wurde, was noch offen stand. Mhm. Und, du bist dann immer erst am nächsten Tag einfach dahin gegangen. Ja, gut, auch gute Idee. Und es fehlte so ein Schlückchen, also offensichtlich hatte irgendwer ganz wenig getrunken und dann war sie eben offen und nicht mehr ewig haltbar, genau. Jo, hast du mit nach Hause genommen, hast du einfach neben dein Bett gestellt, wenn ich das richtig verstehe. Und bist dann jeden Morgen erstmal aufgewacht und hast dir gedacht, nur so ein Schlückchen. Erstmal ein Schluck. Batida de Coco. Genau. Alkohol gegen diesen schlechten Geschmack im Mund. Manche putzen dann Zähne. Ich habe mir dann morgens immer einen Schluck gegönnt. Ja. Ich stelle mir das gerade mit Absinth vor. Erstmal die Flora im Mund komplett auf Null setzen erstmal. So ist alles tot drin. Guter Start in den Tag. Alles klar. Du hast dann also... Kokoslikör praktisch getrunken. Und das hast du so lange gemacht, bis die Flasche leer war. Also das heißt, nach 2 Tagen hast du dann gedacht... Ja, 2 Monate würde ich schätzen. Okay. Und was hast du dann gedacht? Ganz ehrlich habe ich gedacht, puh, gut, dass sie jetzt leer ist. Die letzten Stücke schmeckten schon irgendwie komisch und ranzig und der Deckel war verklebt und also... Aber du hast dann auch, also dein Anschlussgedanke war ja auch, jetzt muss ich mir eine neue Flasche kaufen. Jetzt muss ich mir das... Ja, aber dann hätte ich ja losgehen müssen und eine Flasche kaufen. Und das war dann auch zu teuer. Also ich wollte ja kein Geld ausgeben. Das heißt also, das Einzige, was sich hier vor der Alkoholabhängigkeit gerettet hat, ist, dass das kein 10-Liter Flasch war. Das heißt jetzt einfach, es war eine überschaubare Menge. Es war dann leer und damit war das dann abgehakt. Und meine Faulheit im Anschluss. Okay. Und meine Geldnot. Und dann kam ein paar Sachen zusammen. Es musste viel zusammenkommen, damit ich nicht abhängig werde. Tatsächlich, so war es. Hm. Schlimm. Gut. Du wolltest mich noch was fragen? Ich wollte dich noch was fragen. Und zwar, du hast ja bei deinen Songs am Ende, hast du ja, vor allem deinen letzten, da hast du ja ein englisches Lied gesungen. Mhm. Dürfen wir uns denn bald von dir mal wieder auf so eine, auf eine Solo-Platte freuen? Ja, gut möglich. Jetzt, wo das Musikzimmer, was ja in der letzten Folge schon thematisiert war, so langsam komplett ist. Da ist jetzt gestern noch ein Ständer dazu eingetrudelt. Mikrofon oder Keyboard? Weder noch. Gitarre? Ein Deluge-Ständer, würde ich sagen. Also, ein Deluge-Ständer für die Deluge. Für die Deluge. Die Deluge ist ein wunderbares kleines Gerät aus Neuseeland, was praktisch den Computer im Prozess des kreativen Musizierens ersetzt. Und sie ist sehr schön eingängig. Also zumindest das, was du mir gezeigt hast. Ja, also damit kann man komplette Tracks bauen. Ist eine sogenannte Groovebox, wenn man das so möchte. Also die Profis unter euch werden wissen, was eine Groovebox ist. Und die Deluge ist so ein bisschen, finde ich, die Königin unter den Grooveboxen. Genau, und dieses Gerät stand halt bislang so auf diesem etwas futuristischen Schreibtisch herum. Und da war die Kabelführung ein bisschen schwierig. Und da hatte ich mir jetzt einfach noch einen Ständer dafür besorgt, der dann jetzt da drunter steht.
Und vielleicht werde ich jetzt noch ein bisschen was rumdrucken, ausdrucken und so dafür. Und dann geht's los. Und wenn es dann losgeht, dann wird es dazu auch auf allen Kanälen, insbesondere den Telegram-Kanälen, ganz viel Inhalt geben. Hast du ein Telegram? Na klar. Gruppe? Na klar. Ja, ein Kanal. Wieso bin ein ich Kanal, denn? Keine Gruppe. Ein Kanal. Wie und die ganzen Großen. Also so, ich habe ja gedacht. Wie die Großen. Ja. Und da versorgst du die anderen Leute über Infos? Ja, ist richtig. Wieso bin ich da nicht drin? Weil der im Moment noch nicht gelistet ist. Der ist noch nicht offen zugänglich, aber das werde ich dann gerne in der nächsten Folge, wenn es dann da irgendwas gibt. Was machen wir Werbung für deinen Telegram. Da werde ich gerne noch mal mit einem neuen Telegram-Kanal. Genau, also Telegram, das muss man dazu sagen, hat eben auch einen gewissen Ruf. Ne? Ist ja sehr umstritten. Bei Künstlern und Andersdenkenden? Bei Andersdenkenden. Ja, und ich dachte mir, ich benutze diese Plattform jetzt einfach auch mal, die jetzt von Andersdenkenden etabliert wurde. Warum sollte man dieses Potenzial denn nur den Andersdenkenden überlassen? So, das ist doch... Das stimmt. Mal gucken, was dabei rumkommt, ne? Per se ist ja Telegram deswegen ja nicht schlecht und bietet tatsächlich einige Funktionen, die andere Messenger nicht haben. Zweifaches Anhören von Sprachnachrichten beispielsweise. Doppelte Geschwindigkeit. Also, ja, das stimmt. Ich möchte dazu nicht weiter ins Detail gehen. Ja. Ich höre auf einfacher Geschwindigkeit, auch aus Respekt. Ja, und sagst mir danach dann, du hast jetzt hier 5 Minuten Sprachnachricht gemacht, da kam irgendwie nichts. Wo wir übrigens beim Thema Sprachnachrichten sind, würde ich das die heutige Folge gerne abschließen, es sei denn, du hast noch was dir auf der Seele brennt. Was fehlt denn jetzt eigentlich noch für die heutige Folge? Was fehlt denn eigentlich? Ja, es fehlt noch, dass ich den Zuhörer Ihnen gerne erzählen möchte, wie manche Entscheidungsprozesse bei uns ablaufen. Also es gibt sicherlich Firmen oder Unternehmen, da sagt einer, hey, lass uns mal einen Podcast machen. Der andere sagt, ja, am nächsten Tag setzt man sich ran, nimmt einen Podcast auf. Bei uns ist das so, wir haben auch viele Ideen. Ich würde sagen, mehr Ideen, als dass wir die umsetzen. Und manchmal dauert es eben, bis wir von der Idee zum Projekt, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Und ich habe da mal jetzt was zusammengebastelt, ja, in meiner kurzen Freizeit, die ich habe, dachte ich mir, hatten wir ja mal eine kurze Unterhaltung, Diskussion darüber, ob wir diesen Podcast starten und wenn wir ihn starten, ob wir einen Song von uns aufnehmen und wenn wir den Song aufnehmen, wo, an welcher Stelle er im Podcast platziert werden sollte. Ja, du erinnerst dich? Ich erinnere mich sehr gut. Zumal wir, glaube ich, uns schon darauf geeinigt hatten, dass wir einen Song grundsätzlich unterbringen wollten. Also, das war alles schon geklärt. Ja, gut. Genau, dieser Punkt war irgendwie schon geklärt. Also wenn man jetzt irgendwie so, das war auf jeden Fall eine Idee, die als Idee schon im Raum stand. Genau, und dann hat sich da ein gewisser Dialog entsponnen, nachdem wir den Podcast eigentlich schon aufgenommen hatten. Ja, und es hat sich so ein bisschen verselbstständigt, der Dialog. Genau. Und ich habe mal, also es ging in Sprachnachrichten hin und her. Und ich habe mal alle diese Sprachnachrichten extrahiert und hintereinander geschnitten. Vielen Dank nochmal für diese Arbeit. Unsere ZuhörerInnen müssen das jetzt ausbaden. Man hört immer so ein Bip, wenn eine neue Sprachnachricht anfängt und es ist auch wirklich ungeschnitten, also so ging es hin und her. Und ihr könnt jetzt auch auf zweifache Geschwindigkeit schalten, also nach jetzt den ersten 5. Jetzt wäre der Moment, wo das ist. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche allen, die das gerade hören, einen wunderschönen Dezember. Ja, ich auch. Kommt gut durch die kalte Zeit, bleibt gesund. Das sagt man immer so einfach, ne? Sagt man so einfach, aber jetzt nochmal besonders drauf achten. Heiße Socken bleibt gesund. Heiß, ja, unbedingt. Und wir werden uns nicht mehr hören vor den Feiertagen. Also auch schöne Feiertage für den, der feiert. Ich werde im Melkstand stehen. Du, am 24. direkt? Am 24., ja. Einer muss es machen. Das finde ich gut, sehr sozial von dir. Und wir hören uns alle wieder am 1. Januar 2021. Hui. Also bleibt tapfer, bleibt sauber und das wird ein guter Start ins neue Jahr. Die kleine Befürchtung immer noch, dass der 31.12. vorbei ist und dass es dann mit dem 1.13. weitergeht. Gut. Drücken wir die Daumen. Ja, gucken wir mal. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. An alle. Ich danke dir, Fredanko, für diesen Dank. Ja, das finde ich immer schön. Ich bedanke mich doch für uns. Also ich spreche jetzt in unserem Namen. So, wir bleiben dran. Wir freuen uns auf nächste Jahr. Und jetzt geht's los, damit ihr seht, wie es bei uns so abgeht. Tschüss! Alternativ könnte man natürlich auch den FTP-Server nehmen von Strato, von den Kopfgarern. Das ginge natürlich auch. Monatlicher Turnus geht klar, immer zum 1. ist easy.
Du musst jetzt noch deinen Song aufnehmen. Was war noch für Fragen? Genau, wegen des Fotos. Ich habe gerade freshen Nagellack. Wir könnten einfach Einzelfotos machen und die dann so zusammen retuschieren. Fände ich richtig nice. Just saying, just saying. Moin, Gesha. Ich sag zu allem ja. Also, außer zum Nagellack, da sag ich nein. Song kommt, Turnus gut, monatlich noch besser. Ich habe jetzt die Folge übrigens komplett geschnitten. Ich brauche jetzt noch dringend deinen Song fürs Ende. Den Abschlusssong, das Lied, den Rausschmeißer. Du weißt, wovon ich rede. Also, was ich meine mit, da fehlt jetzt nur noch dein Track ist, da fehlt jetzt eigentlich nur noch dein Track. Wahrscheinlich ist dir das nicht so richtig bewusst gewesen, ne? Aber ich habe jetzt eigentlich die Folge komplett zusammengeschnitten und es fehlt jetzt eigentlich nur noch dein Song. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen missverständlich auch ausgedrückt. Ich habe jetzt den Podcast geschnitten und es fehlt wirklich einfach nur noch dein Song am Ende. Also diese Abspanngeschichte, die fehlt halt noch. Ja, den Podcast habe ich jetzt übrigens auch soweit fertig. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch dein Song. Also dann würde ich das gleich fertig machen. Also da musste jetzt bloß noch dein Song kommen. Also der Song von dir, der dann am Ende auch gespielt. Aber natürlich. Du hast noch ein bisschen Zeit. Guten Morgen. Also so viel Zeit hast du jetzt nämlich auch nicht. Also worum es jetzt eigentlich geht. Es geht jetzt darum, der Podcast, den wir jetzt zusammen machen. Also da haben wir ja letztens was zusammen aufgenommen, so eine Stunde ungefähr. Und da sind jetzt 56 Minuten ungefähr fertig. Das Einzige, was dort eigentlich noch fehlt, das ist dein Song. Und genau, also da wäre es jetzt ganz cool, wenn der auch, also wenn du den einfach mal fertig machen würdest. Das ist der fürs Ende, ne? Das lief fürs Ende? Genau, der fürs Ende, ja. Das wäre voll cool, wenn... Der Abschluss. Der Abschluss von dem Podcast. Abschluss ist ja das Wichtigste, ne? Ja, richtig. Also eigentlich, also wenn ich es richtig, ich fasse mal zusammen, dass ich es richtig verstanden habe. Der Podcast, der ist jetzt soweit fertig. Also du hast den schon mal jetzt zusammen gemacht und jetzt ist aber lediglich eine kleine Lücke hat sich aufgetan. Also man kann den schon so nehmen, aber es fehlt eben noch so vielleicht sogar direkt ein wichtiger Teil. Und zwar ziemlich weit hinten. Also der Anfang ist gut. Der Anfang, es geht gut los, es fängt an, auch das Gespräch entwickelt sich. Und dann, wenn es gerade so aufs Ende zuläuft, dann ist mir jetzt, glaube ich, klar geworden, dass da in der Richtung, also wenn du die Kompassnadel zeigt Richtung Ende, dass da was fehlt. Und da hatten wir ja gesagt, so ein bisschen hin und her überlegt und da uns darauf geeinigt, dass ich da noch einen Song machen könnte. Und jetzt war mir nicht ganz klar, fehlt der jetzt noch oder ist der jetzt, denn ich habe, also eigentlich müsste der jetzt noch fehlen, sag doch nochmal ganz konkret Bescheid, denn ich habe dir ja noch keinen geschickt. Ja, also ganz hinten, ganz, also nicht jetzt am Anfang, die ersten 10 Minuten, da hört man es nicht, aber wenn man dann ganz, ganz nach hinten geht, da würde dann eine Lücke sein. Einfach, da kann jetzt vielleicht ein Platzhalter, aber da ist nichts. Da müsste was sein und da ist nichts. Da könnte ich, wenn du möchtest, ich will jetzt nicht vorpreschen, aber da könnte ich noch einen Song machen. Den würde ich dir dann morgen schicken. Wäre das okay? Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Also, dass du mir den heute dann schickst, ich denke mal heute Abend oder so. Und dann könnte ich diesen Song, den du dann da schickst, einfach noch an den Podcast hinten dranhängen. dann wäre der praktisch fertig. Hallo, das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Also, wo genau hast du jetzt vor, diesen Song, den ich dir noch schicke, an den Podcast zu machen? Da geben sich meiner Meinung nach mehrere Möglichkeiten. Die Klinke in die Hand. Man könnte ihn direkt nach dem Anfangssong einschieben. Das wäre dann aber sehr viel musiklastig am Anfang und dann gar nichts mehr. Oder eben in der Mitte einfach mal als kleiner Appetizer oder Auflockerung.
oder wie du eben auch schon jetzt mal ganz kurz hast anklingen lassen, ans Ende geschoben. Das wäre eine schöne Klammer direkt zum ersten Song, dass es halt mit Musik anfängt und aufhört und böte sich als Rausschmeißer auch an. Ich bin aber noch nicht ganz sicher mit dem Gefühl, also mein Gefühl ist noch nicht ganz sicher, dass es wirklich hinten hinkommt. Von dem her würde ich einfach noch mal kurz um deine Rückmeldung bitten, wie du vielleicht auch von verschiedenen Standpunkten aus da so ein bisschen drüber schaust, ja, welche Möglichkeiten es vielleicht noch gäbe, dass wir nicht da jetzt zu voreilig, ja, einen Schnellschuss begehen und dann am Ende sagen, das wäre dann doch ein anderer Moment gewesen, wieso haben wir ihn eigentlich ans Ende gepackt, ja? Da sollten wir wirklich ganz den Finger ins Augenmerk legen und richtig reindrücken, ja? Ins Augenmerk drücken. Ja, wieder eine Redenswendung gelernt. Ehrlich gesagt, muss ich jetzt auch noch drüber nachdenken. Am Anfang, am Ende, mittendrin. Ist eine gute Fragestellung. Ist auch genau der richtige Zeitpunkt, die jetzt aufzuwerfen und ernsthaft darüber nachzudenken, ob, also, wo jetzt dein Song tatsächlich platziert werden soll. Bislang bin ich wirklich davon ausgegangen, dass er ganz ans Ende soll. Also wirklich so als Klammer. Ganz am Anfang ein Song, ganz am Ende ein Song. Aber du hast recht. Also warum eigentlich? Es könnte ja auch sein, dass der Song ganz woanders viel besser passt. Also, puh, jetzt so aus dem Stehgreif ist das echt schwierig. Ist das wirklich schwierig? Und da sollten wir auf jeden Fall noch mal ein paar Augenmerke drücken. Boah, da bin ich jetzt aber ganz froh über deine Antwort, denn ich hatte befürchtet, dass du dich bei der Wahl der Platzierung des Songs schon zu sehr auf das Ende versteift hättest. Von dem her sollten wir da wirklich ergebnisoffen nochmal neu, einfach ganz neu ansetzen. Du hast ja die Möglichkeiten angesprochen, dass er vielleicht innerhalb der Sendung des Podcasts besser geeignet wäre. Ich finde, wir sollten das auch nochmal psychologisch betrachten einfach. Also wo ist dieser Song am wirkmächtigsten? Denn der hat ja eine Aussage und diese Aussage passt ja am besten, wenn es kontextgebunden ist. Ja? Das heißt, die Klammer wäre einfach eine ästhetische Wahl, aber kontextgebunden und psychologisch entfaltet der Song vielleicht viel besser an einer anderen Stelle seine Wirkmächtigkeit. Von dem her sollten wir wirklich mehr Augenmerk drücken. Ja, also du siehst, ich bin auch noch total im. Es ist so ein Werkstattprozess gerade, der bei mir stattfindet. Ein Stück weit. Ich klinke mich mal in diesen Werkstattprozess rein. Ich bin jetzt auch ein bisschen noch unschlüssig. Also nicht nur wegen des Endes, sondern ich weiß halt auch gar nicht, ob das Format Song also schon so in Stein gemeißelt ist. Vielleicht sollten wir uns darüber auch nochmal Gedanken machen. Wir beginnen ja schon mit einem Song. Das ist ja eigentlich schon, also dadurch haben wir ja eigentlich schon den Punkt Song soweit im Kasten. Vielleicht sollte der Podcast auch irgendetwas mit Sprache zu tun haben. Darüber denke ich jetzt gerade nach. Das könnte man vielleicht auch machen. Hallo, du sei mir nicht böse, aber ich habe die Fragestellung jetzt, die übersteigt jetzt gerade meine Kapazitäten, wie wir das am Ende machen oder also ob ein Song reicht, ob wir noch einen zweiten. Ich habe den jetzt erstmal an drei Freunde weitergeschickt mit der Aufforderung, dass die drei Freunde die Fragestellung nochmal an drei Freunde weiterschicken, so als Lawinenanalyse-Tool. Und warte dann auf die Rückmeldung. Die wird wahrscheinlich heute Abend kommen. Und dann sehen wir weiter. Okay, dann würde ich mich also heute Abend direkt melden
und meine Rechercheergebnisse vorliegen. Dann können wir da ja dann nochmal so vielleicht ein Mindmap erstellen oder mit einer anderen Methode rangehen, dass wir da einen Weg für uns finden an der Stelle. Das wäre mir wichtig. Du hast die Fragestellung an drei Freunde geschickt. Und ich war nicht dabei. Du kannst doch nicht einfach die Fragestellung. Also, ich dachte, wir wären auch Freunde. Entschuldige, du hast das einen ganz falschen Hals gekriegt. Das war natürlich nicht so gedacht. Ich habe das jetzt an drei Freunde geschickt, von denen ich weiß, dass die auch wiederum drei Freunde haben. Und bei dir war ich unschlüssig. Und deswegen habe ich das an andere Freunde geschickt. Ja, das ist also jetzt no offense, ja, an der Stelle. Nein, das habe ich verstanden. Ich werde jetzt auch wieder zum förmlichen Sie zurückkehren und bitte Sie, die Ergebnisse Ihrer Werkstattanalyse bis heute Abend vorzulegen. Gern auch in tabellarischer Form, aber wichtig sind an dieser Stelle die Fußnoten. Sehr geehrter Herr Gescher, ich werde bis zum heutigen Abend ein ausführliches Dossier an die bekannte, von Ihnen genannte E-Mail-Adresse schicken, sodass Sie dort Einsicht über die gerade durchgeführte Werkstattanalyse erhalten. Mit besten Grüßen verbleibe ich. Vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Ich bitte Sie nochmal darauf Acht zu geben, die Fristen einzuhalten. Das kann ich nämlich leider nicht beeinflussen. An dieser Stelle sitzt mir auch das Kultusministerium ein bisschen im Nacken. Insofern bitte ich Sie, das nicht persönlich zu nehmen, wenn es hier zu Streichungen etwaiger Zuwendungen kommen sollte. Sehr geehrter Herr Gescher, ich habe den Inhalt Ihrer Sprachnachricht zur Kenntnis genommen. Ich bitte Sie einmal, mir dezidiert darzulegen, auf welcher Gesetzesgrundlage das Kultusministerium in dieser Sache die Mittel kürzen kann. Nach meinen Informationen, vor allem aus dem BGB, aber auch aus dem Grundgesetz, ergibt sich derlei Spielraum nicht, weswegen wir bei einer möglichen Verstreckung der Sanktion mit rechtlichen Maßnahmen agieren werden. Mit freundlichen Grüßen. Ich bin ja jetzt kein Jurist, aber ich kenne Juristen. Okay, da ist sie jetzt. Da ist die Stelle, wo ich es auflösen muss auch. Also es war ein Scherz von mir auch. Ich habe das nicht so gemeint. Auch das mit dem Siezen hat mich jetzt ein bisschen verletzt innerlich. Ich habe das BGB nie gelesen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wofür die Abkürzung steht. Also ich weiß wirklich das ist alles nicht. Es tut mir leid. Es lag jetzt auch an mir. Das ist jetzt die Selbstreflexion, die jetzt anfängt zu greifen. Und ich glaube, es ging vor allem darum, dass dir schon klar war, dass der Song eigentlich hinten hingestellt werden sollte. Und das hatte ich nicht ganz so. Da war ich einfach ein Stück weit zu langsam, das zu reflektieren auch, weil ich gedanklich nicht war nicht präsent. Also sorry an der Stelle, wenn ich jetzt noch sorry sagen darf. Hallo. Melde dich doch mal jetzt. Ja, jetzt spielt er wieder toter Mann, ne? Ja, kann ich aber auch verstehen. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt, also wahrscheinlich brechen wir das Projekt jetzt ab mit dem Podcast. Okay, ich akzeptiere das. Ich hätte aber jetzt einen Song aufgenommen. Also wenn es jetzt nicht zu spät wäre, dann könnte man das noch hinten ran rödeln, heißt das, glaube ich.
Ja, ich habe den gerade eben aufgenommen, war sehr laut, es war sehr spät, aber es ist niemand gekommen, der sich beschwert hätte. Weder Vermieter, noch kam die Polizei, hat mich geklatscht. Es ist schön auch. Also noch geht's mir gut, noch bin ich in Freiheit. Und wie gesagt, solange ich noch jetzt frei bin, würde ich diesen Moment gerne nutzen und sagen, Gescher, lass uns doch einfach einen Podcast machen mit am Ende einen Song. Am Ende, wir machen am Ende einen Song, vorher reden wir und dann ist der Podcast fertig. Was hältst du davon? Ich werfe ihn jetzt mal hoch. Ja, sehr schöner Song. Passt perfekt ans Ende, würde ich sagen. Um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen. Ich werde das jetzt nochmal also ein bisschen mastern. Aber der funktioniert ja so, der Song. Es kann bloß sein, dass die Leute dann sagen werden, Entschuldigung, aber der Song ist geil. Ich habe jetzt einen Ohrwurm davon. Wo ist denn jetzt nicht die Demo? Wo ist denn jetzt das da irgendwie, also der Song, so dass ich den in meine Spotify-Playliste reinpacken kann? Darauf musst du gefasst sein. Darauf musst du jetzt einfach mal ein bisschen gefasst sein dann auch. Ja, ich habe jetzt aus dem Song tatsächlich noch ein bisschen was rausgekitzelt, also so ein bisschen deine Stimme lauter gemacht, ein bisschen anders abgemischt, gemastert und so weiter, jetzt an den Podcast drangehängt und jetzt sind wir sogar ein bisschen über eine Stunde, also eine Stunde und ein paar Sekunden und der exportiert gerade, genau, und wenn er fertig exportiert ist, dann schicke ich dir den, würde ich sagen, ne, dann einfach so drauf. Moin. So, wunderbar. Da freue ich mich aber drauf. Da höre ich mir den gleich an. Zieh mir das ganze Ding rein, von vorne nach hinten und mit sogar Song ganz hinten dran. Da, auf den freue ich mich auch, ob der da gut passt. Aber da sind wir uns sicher. Und ja, wollte nochmal sagen, dass ich mich freue, dass wir so schnell auch zu einer Entscheidung gekommen sind. Dass wir bei dieser flachen Hierarchie einfach schnelle Entscheidungswege, kurze Dingens und so, weißt du, was ich meine einfach? Das geht so schnell. Also Respekt an uns jetzt. An uns. Respekt an mich und ein bisschen auch an dich. Respekt.